Ja, guten Tag. Zunächst mal geht es natürlich um Ihr Gehirn. Und wenn man das mal verstanden hat, dann hat man auch die Besonderheiten des Gehirns von Kindern besser verstanden. Und ich hoffe, dass ich heute Ihnen was wirklich Neues erzählen kann, in dem Sinne, dass Sie sagen, oh ja, das hat sich jetzt gelohnt, dass ich hier gesessen bin. Nicht nur, weil es was zu essen gab und mich stört auch nicht, wenn Sie essen und ich rede. Ich rede ja lauter, insofern macht das nichts. Nee, ich finde das ganz okay. Wichtig ist vor allem, dass Sie wirklich mit Gewinn hier rausgehen. Wenn ich also zu schnell spreche oder irgendwie was sage, was Sie nicht verstehen, bitte unterbrechen Sie mich. Wir diskutieren hinterher sowieso noch, dafür haben wir auch Zeit, wenn also noch Kommentare sind oder sowas. Und wenn mich zu viele Leute unterbrechen, dann werde ich damit schon fertig und kann da auch was sagen. Aber bitte unterbrechen Sie mich, wenn irgendwas unklar ist. Sonst mache ich 1,5 Stunden Frontalunterricht, dafür bin ich berühmt und berüchtigt, das wissen Sie alle. So, fangen wir einfach mal an. Und zwar mit 3 Gehirnen, wo man kein Fachmann sein muss, um zu sehen, dass hier was nicht stimmt. Ja. Die sind aus der medizinischen Fachliteratur, alle 3, und die haben die Menschen, die hierzu jeweils gehören, haben eines gemeinsam, und deswegen sind die auch alle 3 publiziert worden. Diese Menschen hier sind klinisch unauffällig. Alle 3. Man glaubt das nicht. Ja. Philosophisch betrachtet, und mein zweiter Doktor ist ja in Philosophie, ist das, was Sie hier sehen. Das hier ist zum Beispiel ein Mit-40-jähriger französischer Beamter mit 2 Kindern, der, wenn er denkt, man sich dann schon fragen muss, wo macht er das eigentlich? Ja? Weil da ist ja nichts, wo eigentlich das Gehirn sein müsste. Ja? Da ist also ein bisschen was da und da. Ja? Das ist ein Lastwagenfahrer, so um die 50, der wurde zufällig mal in Computertomogramm gelegt. Und dann hat er das gesehen, wenn Sie dieses Bild einem Arzt zeigen, Radiologen zum Beispiel, oder einem Neurologen, wird der sagen, dieser Mensch ist also tot. Bestenfalls tief komatös, aber wahrscheinlich eher tot. Ja? Der hat das natürlich nicht seit gestern, der auch nicht, sonst wären die beiden tief komatös oder tot. Ja? Aber die kommen damit offenbar klar. Das ist das Interessanteste. Dieses wurde schon auch am ältesten, das wurde 2001 publiziert, dieses Bild in der Zeitschrift Lancet, also im weltweit führenden Medizinjournal. Und in dem Begleittext hieß es, bei diesem Mädchen wurde im Alter von 3 Jahren das linke Gehirn rausgenommen, weil nämlich hier eine Entzündung war, die drohte, auf die rechte Hirnhälfte überzugreifen. Wenn das geschehen wäre, wäre das Kind gestorben. Man hatte also nur eine Möglichkeit, eine ganz heroische Therapiemaßnahme durchführen, halbes Hirn raus. Ja? Und was sitzt hier? Natürlich sitzt hier links die motorische Kontrolle, sensorische Kontrolle für die rechte Körperseite. Hier sitzen die Sprachzentren. Man würde also meinen, das Kind wurde mit 7 Jahren nachuntersucht. Oh Gott, das arme Kind. Ja? Was aber faktisch der Fall war, dieses Kind springt rum, nicht im Rollstuhl, hat keine Seitendifferenz. Wenn man Reflexe klopft, findet man ein kleines bisschen was, aber ansonsten ist es nicht, hat keine Hemiplegie, keine Hemiparese, nichts. Und das Dolle ist, hat keine Sprachzentren mehr, but she's fully bilingual in Turkish and Dutch, wie es so schön heißt. Spricht 2 Sprachen fließend ohne Sprachzentren. Existenzbeweis ist das hier, ja, weil, überlegen Sie mal, jeder 14. Hauptschüler schafft in Deutschland die Hauptschule nicht. Ja. Was heißt denn das? Die haben ja ein ganzes Gehirn. Ja. Wenn hier jemand mit dem halben Gehirn 2 Sprachen fließend spricht, ja, was können Sie mit dem ganzen Hirn dann alles machen? Mit Sprachzentren. Ja? Ohne gehen schon 2. Ja? Und das ist einfach für mich so was ganz Wichtiges. Was hier schön gezeigt wird, ist, wie unglaublich lernfähig unser Gehirn ist. Das kommt mit weniger als der Hälfte von sich selber aus und es fällt Ihnen gar nicht auf. Ja. Netzwerkmodelle zeigen und auch unser Wissen über viele degenerative Gehirnerkrankungen, dass oftmals 75% der Nervenzellen kaputt sein müssen, damit sie anfangen, was zu merken. Und wenn dann 85% kaputt sind, dann haben sie Symptome. Aber nicht, wenn sozusagen die ersten 30% kaputt sind, dann merken sie gar nichts. Ja? Also unsere Gehirne haben eine große Reservekapazität einerseits und zweitens sind die unglaublich lernfähig und aus Gott sei Dank trifft beides zu und genau deswegen ist sowas hier möglich. Aber nochmal, vor allem ist mir wichtig, wie sehr diese 3 Bilder zeigen, wie extrem lernfähig unser Gehirn ist. Woher kommt das? Nun, wir haben Nervenzellen im Kopf, das wissen Sie alles, deswegen mache ich das ganz schnell. Vielleicht das Wichtigste bei diesem Bild, Sie haben doch sicher mal irgendwann gehört, dass wir im Kopf kleine grauen Zellen haben. Warum sind die gelb? Ganz einfach.
weil sie kleine graue Hirnzellen nicht fotografieren können. Denn hier, und das ist das Wichtige, deswegen erzähle ich auch das, sind überall auch noch Zellen und vor allem noch Fasern. Also so ein Ding hier, das können sie gar nicht fotografieren, weil das gibt's gar nicht so einzeln. Und wenn Sie im Hirn sind und wollen eine Nervenzelle fotografieren, da geht es Ihnen etwa so, wie wenn Sie im Urwald sind, und zwar im ganz dichten, 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 dichten Urwald, und wollen einen Baum fotografieren. Da gehen Sie ein paar Schritte zurück, damit Sie ihn ganz drauf kriegen, ja, und wuff, haben Sie die Blätter vor sich und Sie sehen den Baum nicht mehr. Und genauso ist es hier auch. Sie können kein Neuron fotografieren im Gehirn, es sei denn, Sie nehmen eine ganz winzig kleine Spritze und füllen die mit Stabilobos-Textmarkerflüssigkeit. Ja? Also sowas ist da drin. Ja? Fluoreszenzfarbstoff. Und das spritzen Sie da rein, warten, bis sich das überall verteilt hat, leuchten mit der Lampe drauf und dann leuchtet nur das, wo der gelbe Farbstoff drin ist und alles andere leuchtet nicht. Und dann können Sie so ein schönes Bild machen. Man muss sich aber klar sein darüber, dass das ein Kunstprodukt ist und das ist deswegen so wichtig, ja, weil hier überall Fasern sind und an jedem, wenn man genau hinguckt, hier sind so kleine Knubbel überall, an jedem dieser Knubbel kommt eine Faser an und bildet eine Verbindung. Pro Neuron bis zu 10.000 eingehende Fasern. Und genau deswegen, schauen Sie mal hier, das ist ein Neuron, da kommen auch Fasern an. Das ist jetzt ein elektronenmikroskopisches Bild, da sieht man eben alles rundherum, aber man ist auch ganz nah dran, Problem, 10.000 Fasern haben hier keinen Platz. Und deswegen, ja, braucht es nicht bloß die Zelle, sondern diese vielen verschiedenen Verzweigungen, ja, damit die eingehenden Fasern überhaupt die Chance haben, irgendwo eine Verbindung zu machen mit der Zelle, weil da 10.000 von anderswo ankommen. Wichtig, dass man sich das klar macht. Ja. Hier, das ist jetzt ein gemaltes Bild, was vor einigen Jahren in der Zeitschrift Science einen Preis gewonnen hat, weil es so schön ist, ja. Hier eine riesengroße Nervenzelle und hier sieht man dann so einen kleinen Knubbel, so sieht er wirklich aus und dann hier kommt so eine Faser an. Also hier sieht man mal alles. Ja? Und man sieht vor allem hier, was kann das bloß sein, gelblich schimmernd, ein elektrischer Impuls. Ja? Und hier giftgrün, was muss das sein? Chemie. Also was man hier sieht, ist wie ein elektrischer Impuls an dem Knubbel da auf chemischem Wege übertragen wird. Jeder Gymnasiast lernt heute, welche Ionenkanäle, Neurotransmitter und Rezeptoren bei der synaptischen Übertragung von Aktionspotenzialen beteiligt sind. Interessant ist, was die in der Schule nicht lernen. Was das soll. Stellen Sie mal vor, es wäre doch viel einfacher, das Kabel geht hier einfach durch. Ohne diesen ganzen fetten Knubbel hier mit dem ganzen biochemischen Kladderadatsch. Wenn das Kabel hier einfach fest verdrahtet wäre, dann ging das hier schneller, der elektrische Impuls ging schneller hier lang, er bräuchte weniger Energie, es wär viel effizienter, die ganze Sache. Warum braucht es dieses Ding? Warum gibt es Synapsen? Das ist nicht ganz unwichtig, die Frage, denn noch einmal, wie viele Synapsen pro Neuron haben wir? 10.000. Wie viele Neuronen haben Sie im Kopf? 100 Milliarden. Wie viele Synapsen haben Sie im Kopf? Na, 10.000 mal 100 Milliarden gibt 1 Million Milliarden. Das ist sogar für Banker eine große Zahl. Ja? 1 Million Milliarden, das ist die Anzahl der Synapsen in Ihrem Kopf. 10 hoch 15. Das kann man sich nicht mehr vorstellen. Sie können sich auch einfach merken, es ist verdammt viel. Ja? Das reicht schon, denn der Witz ist, die Frage, die Sie natürlich jetzt sofort stellen, ja, was machen Sie denn mit den Dingern? Warum gibt es die in unseren Köpfen? Wissen wir noch gar nicht so lang, aber wir wissen es. Dieses Bild ist aus der Zeitschrift Nature im Jahr 1999. Hier ist zum ersten Mal gelungen, zwei Synapsen erstmal elektrophysiologisch zu charakterisieren. Nach dem Motto, was war denn hier los? Hier war nicht viel los und hier war viel los. Und dann hat man die Dinger fotografiert. Und die sieht so aus und die sieht so aus. Weil an der hier vorher nichts los war und an der hier was los war. Das wissen wir heute mit Sicherheit. Ja. Synapsen, und das ist der Witz von Synapsen. Nicht, dass da ein elektrischer Impuls drüber geht mit Biochemie und sonst irgendwas. Wie gesagt, da bräuchte man sie gar nicht. Das könnte auch einfach durchlaufen. Ja. Der Witz von Synapsen ist, dass die sich ändern, wenn da Impulse drüber laufen. Das heißt, die werden dicker. Und jetzt muss man gar kein Fachmann sein, um sich klarzumachen, dass wenn die Biochemie, die läuft ja an dieser Grenze hier ab, dass natürlich ganz klar
wenn die gleiche Biochemie auf einem kleinen Bereich abläuft, ist der Effekt klein. Und wenn die auf einem großen Bereich abläuft, ist der Effekt groß. Das heißt, hier kommen ja überall die gleichen Aktionspotenziale an. Sie wissen, es gibt da keine 4 Sorten oder 3. Es gibt nur eine Sorte. Es gibt keine großen, kleinen, dicken, dünnen, roten, blauen. Es gibt nur Aktionspotenziale. Der Punkt ist aber, wie viel von so einem Aktionspotenzial bei der Synapse hier rüberkommt, das hängt davon ab, wie stark die Synapse ist. Und das wiederum hängt davon ab, ob da vorher schon welche drüber gelaufen sind. Und das heißt letztlich lernen. Wann immer Sie lernen, was immer Sie lernen, es ändern sich die Verbindungen, die Synapsen zwischen Nervenzellen in Ihrem Kopf. Das ist Lernen. Lernen ist nicht noch was Extras oder was anderes oder sowas. Nein, das ist es. Ja. Und das wissen wir heute sehr gut anhand von vielen Studien. Es gibt mittlerweile sogar Filmchen, da können Sie zugucken, wie aus so einer Synapse so eine wird, wenn sie benutzt wird. Also man kann da hingucken, man könnte fast hinlangen, wenn es nicht so winzig wäre. Ja? Denn Sie haben nochmal 1 Million Milliarden von den Dingern im Kopf, die sich dauernd ändern, wenn irgendwas in Ihrem Hirn passiert. Das ist sozusagen das unglaublich Spannende, was wir heute wissen, ist, Ihr Gehirn, das kann eines nicht lernen. Das lernt immer, macht nichts lieber und tut sowieso nichts anderes. Den ganzen Tag. Ich bin öfters bei Lehrern unterwegs. Und ich weiß, wenn ich dann sowas sage, das Gehirn lernt immer, tut nichts lieber, macht sowieso nichts anderes, dann weiß ich, die Lehrer denken, naja, der kommt von der Universität, typisch Elfenbeinturm, hat keine Ahnung von der Realität, von wegen das Gehirn lernt immer, jeden Morgen sitzen 30 Gegenbeispiele vor mir. Ich kenne den Einwand. Ja? Was ist davon zu halten? Naja, das Gehirn lernt tatsächlich immer, aber nicht immer das, was der Lehrer will, dass es lernt. Ja? Sie machen Goethes Faust über dem Tisch, die machen SMS unterm Tisch. Und wenn Sie mal einem 10-Jährigen zugucken, wie schnell der mit dem Daumen auf so einem kleinen Keyboard schreibt, dann wundern Sie sich. Ja? Das hat er natürlich gelernt. Andere Sachen hat er nicht gelernt, klar. Ja? Aber was Sie nicht... Also Sie können gar nicht verhindern, dass ein Gehirn dauernd lernt. Dafür haben wir das Ding. Es braucht auch richtig viel Energie, bei uns etwa 20%. Man muss mal vorstellen, das Gehirn wiegt 1,4 Kilo. Bei einem 70 Kilo schweren Menschen sind das 2% des Körpergewichts. Es verbrät aber 20% dessen, was Sie an Energie futtern. Das ist richtig viel. Und bei einem Kind ist es bis zu 50%. Also die Hälfte dessen, was ein Kind an Energie aufnimmt, geht da oben rein, ja, und wird verbraten für Arbeiten, und mit dem Arbeiten wird gelernt. Ja, das ist die wichtigste Einsicht, die aus der Neurowissenschaft der letzten 20 Jahre kommt. Also ich kenne keine wichtigere. Das Hirn lernt einfach immer. Und unsere Vorstellung Lernen ist, wenn man da sitzt und paukt, ist völlig daneben. Ja. Es gibt auch ein paar Konsequenzen. Nicht alle mag man. Ja, wenn hier ein Impuls drüber geht, was folgt? Nix. Praktisch nichts. Müssen viele drüber gehen. Was folgt daraus? Unser Gehirn ist für das auswendige Lernen von Einzelheiten nicht gebaut. Das mögen gerade Medizinstudenten gar nicht, ja, denn die müssen so viel auswendig lernen. Ja. Jetzt kann man sagen, das ist aber blöd. Ja, unser Gehirn ist kein Kassettenrekorder, ist keine Festplatte, ist kein Videorekorder, das ist die schlechte Nachricht. Jetzt kommt aber auch gleich die gute Nachricht. Unser Gehirn ist besser. Wie kann das Hirn besser sein als eine Festplatte? Ich hätte da gerne ein paar Terabyte gerne oben drin. Ne? Nee, hätten Sie nicht. Und ich will es Ihnen an einem ganz simplen Beispiel klar machen, warum Sie nicht gerne eine Festplatte im Kopf hätten. Stellen Sie sich mal ein kleines Kind vor, das Laufen lernt. Das zieht sich hoch, plumpst hin. Zieht sich hoch, plumpst hin. Zieht sich hoch, plumpst hin. So mit 12, 14, 15 Monaten. Und wenn Sie mal nebenbei wissen wollen, was Frustrationstoleranz ist, gucken Sie dem kleinen Kind beim Laufen lernen zu. Haben Sie schon mal eins gesehen, was nach 2 Monaten Laufen lernen gesagt hat, also ich schmeiße es jetzt mit der Lauferei? Kommt nicht vor, ja? Alle lernen laufen. Die einen ein bisschen früher, die anderen ein bisschen später, aber lernen tun es das alle. Ja? Das ist ganz interessant. Und wie geht das denn? Laufen lernen, wir können ja alle laufen. Und deswegen ist uns gar nicht mehr klar, wie schwierig das ist. Laufen auf 2 Beinen, ohne dass man dauernd umfällt, ist richtig schwierig. Die einzigen Menschen, die das wissen, wie schwierig das sind Ingenieure, die 2-beinigen Robotern das Laufenlernen beibringen. Die merken, hey, das ist echt kompliziert, das Ding fällt dauernd um. Ja.
Da muss man also dann, was muss man denn machen, wenn man mit einem zweibeinigen Roboter laufen beibringt? Man muss die Gravitationskonstante dem Ding eingeben, die Hebelgesetze. Dutzendweise komplexe Gleichungen zum Ansteuern der Aktuatoren, also in unserem Fall der Muskeln. Ja, ja, wer gibt denn beim Baby die Gravitationskonstante, die Hebelgesetze und die Differentialgleichungen ein, damit es laufen kann? Antwort, das Baby. Wie macht's das? Ja, es zieht sich irgendwie hoch und plumpst hin und zieht sich hoch, plumpst hin und merkt sich genau nicht, oh, gestern bin ich beim linken Stuhlbein auf die rechte Pobacke gefallen. Davon hätt's nix. Machen sich das klar. Das wäre völlig sinnlos, sich diese einzelnen Ereignisse zu merken. Viel gescheiter ist es, das Baby schickt ein paar Impulse, zum Beispiel, wenn es nach vorne zu kippen droht, an die Wade und dann hinteren Schenkel und dann gehen die Muskeln ein bisschen an und dazu geht es wieder zurück. Und wenn das genau die richtigen Mengen an Aktionspotenzialen sind, dann bleibt es halt oben. Und wenn es zu viel hinschickt, dann schwingt es nach vorne und haut es nach hinten. Wenn es zu wenig hinschickt, dann fällt es auf die Nase. Ja? Und dann stoppt es einfach die Zeit. Wie lange bin ich oben geblieben? Ja? Und wenn es ein bisschen länger oben war, dann werden diese Nachjustierungen beibehalten. Wenn es schneller unten war, dann wird neu nachjustiert und werden die rückgängig gemacht. Und so macht man das ein paar tausend Mal und dann bleibt man oben. Wie lernen Babys laufen? Die Antwort ist ganz einfach: von Fall zu Fall. Ja, Sie hören es richtig. Anhand, und das ist mir ganz wichtig, anhand der einzelnen Fälle wird genau nicht der Einzelfall gelernt, sondern das, was dahinter steckt. Wie bleibt man oben und nicht, wo bin ich überall hingepurzelt? Und wenn Sie jetzt sagen, naja, das ist beim Laufen vielleicht so, nein, das ist der Normalmodus unseres Gehirns. Es gibt Ausnahmen, komme ich noch drauf, aber das ist wirklich der Normalmodus. Und ja, was gibt es noch so zu lernen? Sprechen zum Beispiel. Wie geht das? Genauso. Sie baden in Muttersprache und den Rest erledigt Ihr Gehirn. Das ist keineswegs trivial. Ja? Jeder quatscht mit Ihnen irgendwie. Aber sprechen können heißt ja, wenn Sie 6 Jahre alt sind, können Sie fehlerfrei sprechen. Also am Ende vom Kindergarten kann eigentlich jeder Deutsche fehlerfrei Deutsch. Es gibt nochmal einen kleinen Einbruch mit 16, aber mit 6 geht es meist ganz gut. Wissen wir alle, ja. Und was heißt das? Das heißt nicht nur, dass man ein paar tausend Wörter kann, das heißt auch, dass man sämtliche Regeln der deutschen Grammatik kann. Ja? Und das ist richtig, richtig viel. Wann fangen kleine Kinder an, Grammatik zu lernen? Das ist auch sehr instruktiv, weil man irrt sich da. Was glauben Sie? Mit 3? Anderthalb? Wird besser? Die Antwort ist frappierend, mit 7 Monaten. Sie werden sagen, mit 7 Monaten sprechen die noch gar nicht. Stimmt. Da lernen die aber schon Grammatik. Und wissen Sie, wo man das weiß? Man macht Experimente der folgenden Art. Das ist interessant. 7 Monate, das Baby muss erstens gut drauf und zweitens wach sein. Sonst können Sie mit Babys nichts forschen. Sitzt auf Mutters Schoß und guckt nach da. Hier ist eine Leinwand und dahinter eine Filmkamera und das Baby wird gefilmt. Hier sind zwei Lautsprecher und da kommen 3 Wortsätze mit einsilbigen, bedeutungslosen Wörtern. Sprich, la, li, la. Und wenn das Baby wach und gut drauf ist, guckt's. Und dann kommt Wu Fei Wu, Baby guckt, Mi Ma Mi, Baby guckt, So Sa So, Baby guckt und fängt an sich zu langweilen. Und das kriegen sie dadurch mit, dass sie das Baby filmen und immer das Hingucken im Labor hinterher in Millisekunden ausmessen, wie lang guckt es hin. Und wenn sich das Baby langweilt, guckt es nicht mehr so lang hin. Das ist die Definition von Langeweile. Was geht mich das an? Ich kenne das doch schon. Ja? Guckt nicht mehr so lang hin. Und jetzt können sie überlegen, was mache ich denn, damit das Baby wieder länger hinguckt? Neue Sätze, gro, gra, gro. Oh, oh, guckt nicht länger hin. Neuer Sprecher, das fand ich so am witzigsten. Ja. Das ist nämlich in Science Magazine publiziert, die Studie, schon vor ein paar Jahren. Also bislang war es ein Mann, ich eben, und jetzt machen sie plötzlich la, li, la. Baby guckt nicht länger hin. Weil mit 7 Monaten ist weiß, oh, quatscht eh jeder mit mir. Männlein, Weiblein, ja, das kennt man schon. Ja. Ist nichts Besonderes. Wissen Sie, was Sie machen müssen, damit das Baby wieder länger hinguckt? Sie ändern die Grammatik des Satzes. La, la, li, das war neu. Denn die Sätze la, li, la, wu, fe, wu, so, sa, so, mi, ma, mi, die hatten alle bislang die gleiche Form, nämlich Silbe, neue Silbe und wieder die alte Silbe. Und Babys sind ab 7 Monaten ganz offensichtlich in der Lage, diese allgemeine Form zu registrieren, denn sie langweilen sich, wenn ein paar Sätze, auch mit verschiedenen Silben, aber mit der gleichen Form kommen. Und wenn dann eine andere Form kommt, statt A, B, A, 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 B, dann gucken die wieder länger hin. Das geht mit 1 Jahr auch. Man hat es dann runter bis 7 Monate. Drunter geht es nimmer.
Was schließt man? Mit 7 Monaten fangen Babys an, sich um die allgemeine Struktur, anderes Wort dafür ist die Grammatik, eben nicht um die einzelnen Wörter, sondern um deren allgemeine Struktur zu kümmern. Das ist erstaunlich, ja? Dass Babys mit 7 Monaten Grammatik lernen. Wenn man dann ein bisschen darüber nachdenkt, das müssen die auch. Warum? Weil mit 6 können die Deutsch, wie ich vorhin gesagt habe. Ja? Und Deutsch können heißt, die gesamten Regeln der deutschen Grammatik können. Meine Lieblingsregel, nur mal um ein Beispiel, Entschuldigung, ich reite da ein bisschen drauf rum, aber das ist mir ganz wichtig. Um in das, was meine, also meine Lieblingsregel der deutschen Grammatik, die geht so: Die Verben, die auf ihren Enden bilden ihr Partizip perfekt ohne GE am Anfang. Kennt die jemand? Hand hoch? Nee, gut, das wollte ich auch. Ne? Die kennt keiner. Aber Sie werden sagen, wovon redet er eigentlich? Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Heute Morgen habe ich mir die Haare geschnitten, aber den Bart nicht gerasiert, sondern nur rasiert. Verb, das auf ihren endet, macht das Partizip perfekt ohne GE. Wieder am Waldrand entlang gelaufen, aber nicht entlang gespaziert. Nur entlang spaziert, Verb auf ihren ohne G. Hätten Sie auch so gemacht, oder? Na also. Jetzt werden Sie sagen, Moment mal, ich kenne die Regel trotzdem nicht. Ich behaupte aber, Sie haben sie im Kopf. Und jetzt können wir uns streiten, das können wir abkürzen. Wenn Sie leugnen, die Regel zu können, und das tun Sie ja so rein aus Ihrem subjektiven Erleben, ja, Sie können doch die Regel nicht, dann müssen Sie, wenn Sie immer noch leugnen, Sie können die Regel nicht, müssen Sie sowas sagen, naja, also ich habe das halt einzeln mir gemerkt. Mein Vater kam schon mal aus dem Bad, hat gesagt, ich habe mir gerade die Haare geschnitten, hat er immer so gesagt, und hat immer gesagt, ich habe mir gerade den Bart rasiert. Der hat nie gerasiert gesagt. Und ordentlich, wie ich bin, habe ich mir das gemerkt. Und damit es dann nicht oben so im Kopf rumliegt, habe ich so eine Art Excel-Tabelle, Partizipien, Verben im Infinitiv. Und da gucke ich immer nach, wenn ich rede, ja, und dann nehme ich immer das Richtige. Und so könnte es ja auch sein. Also es könnte sein, Sie haben es einfach Wort für Wort gelernt und da brauchen Sie die Regeln nicht, weil Sie einfach jede Einzelheit auswendig gelernt haben, sich gemerkt haben. Die Frage ist, wie ist es in Ihrem Kopf jetzt? Haben Sie die Einzelheiten oder haben Sie die Regel? Sie behaupten, Sie haben die Regel nicht. Ich behaupte, Sie haben die Regel. Wer hat recht? Naja, ich. Ich bin Wissenschaftler und kein Politiker, deswegen, ich muss Ihnen das beweisen. Und das kann ich. Erstens gibt es entsprechende Studien. Aber noch schlagender ist es, wir machen einfach ein Experiment mit Ihnen. Achtung, es ist überhaupt nicht peinlich und es passiert nichts. Dauert auch nur 10 Sekunden, also machen Sie einfach mit. Okay? Geht los. Die Zwerge sitzen beieinander und quangen. Und am nächsten Tag sagt einer, gestern war's toll, wir haben das richtig schön zusammen. Danke. Ein paar Tage später sitzen die wieder beieinander und diesmal tun sie partieren. Und am nächsten Tag sagt einer, es war eigentlich auch nicht schlecht gestern, wir haben richtig schön zusammen. Fällt Ihnen was auf? Gequankt, aber partiert. Was habe ich Ihnen nachgewiesen? In dem kleinen Experiment gerade eben. Sie können Wörter beugen, die gibt's überhaupt nicht. Was folgt zwingend? Ihre Excel-Tabellentheorie kann nicht stimmen, denn bei Quangen und Partieren steht kein Eintrag. Sie machen es aber trotzdem richtig. Ja? Ich meine, kurz, es gibt dann Leute, die sagen, oh, ich mache das so im Bauch raus. Ich habe so Bauchgefühle und damit mache ich das. Was ist dazu zu sagen? Ja, es gibt Nervenzellen im Bauch. Die sorgen dafür, dass, wenn sie was gegessen haben, sich der Darm erst hier und dann hier kontrahiert, weil wenn er gleichzeitig so macht, bleibt der Krempel stecken, schlecht für die Verdauung. Man nennt das Peristaltik und dafür sorgen die Nervenzellen und alles andere machen die da oben. Ja? Also sie haben kein Gehirn im Bauch und alle Bauchentscheidungen fällen sie wo? Im Gehirn. Ist völlig klar. Deswegen fällt das Argument weg. Es bleibt nur, sie haben tatsächlich die Regel im Kopf. Das habe ich Ihnen eben nachgewiesen. Und was Sie mir jetzt noch glauben müssen, das geht tatsächlich bei 6-Jährigen und es geht mit jeder Regel der deutschen Grammatik. Sie denken sich einen Satzkontext aus und Wörter, die es nicht gibt, und stellen fest, die Regeln werden immer richtig angewendet. Das ist einfach so. Ja. Und ich reite deswegen drauf rum, warum? Weil es mir so wichtig ist, Ihnen klarzumachen. Das haben Sie jetzt hoffentlich alle selber erlebt. Sie wissen unglaublich viel und haben unglaublich viel gespeichert und wissen gar nicht, dass Sie das alles gespeichert haben. Ja? Denn Sie haben natürlich die Hebelgesetze und Sie haben auch die Gravitationskonstante drauf, bis um ein paar Stellen hinter dem Komma. Und keiner kann die hinschreiben. Genauso wenig, wie Sie die grammatischen Regeln hinschreiben können. Sie haben sie aber drauf, sonst könnten Sie bei der Gravitation nicht laufen und bei der Grammatik nicht reden. Aber Sie können ja laufen und reden. Ja?
Und das haben sie auch nicht angeborenerweise so. Nee, das haben sie gelernt. Ist auch völlig klar. Ist Ihnen eigentlich klar, dass ich die ganze Zeit über das Bild rede? Was folgt daraus, dass unser Hirn so tut, wie es tut? Nämlich, dass sich Synapsen langsam ändern, wenn sie benutzt werden. Ja? Es ist extrem wichtig, sich das einmal klar gemacht zu haben, weil man versteht plötzlich so unglaublich viel. Ja? Ich möchte Ihnen neue Bilder zeigen. Das ist aus einer Nature Paper von etwa vor 2,5 Jahren. Sie sehen hier ein kleines Stückchen Gehirn. Erinnern sich an das Bild mit dem gelben Neuron. Und jetzt sind wir zum Beispiel da oder da oder da. Wir sind also an so einem Stückchen. Ja? Und das Kunststück dieser Arbeit war, dass man bei einem Versuchstier hier hinten ein Löchlein gebohrt hat, Glasplatte drauf gemacht, vorher noch ein paar Nervenzellen angespritzt mit Fluoreszenzfarbe, damit man sie auch schön leuchten sieht. Und dann sehen Sie das Ding. Und Sie können dann, wenn Sie richtig gut genau arbeiten, 4 Tage später sich genau das gleiche Stückchen von einer Nervenzelle wieder angucken. Und 4 Tage später wieder. Und zwischendurch lief das Tierchen rum. Und jetzt sehen Sie was. Und die Autoren haben es uns leicht gemacht. Nämlich immer dann, wenn hier nichts war und hier ist plötzlich ein extra Knubbel gewachsen, dann sehen Sie einen roten Pfeil. Und immer dann, wenn hier ein Knubbel war und jetzt ist er weg, dann sehen Sie einen blauen Pfeil. Und nochmal, wir sind hier in einem kleinen Stückchen an einer einzigen Nervenzelle, von denen haben Sie nochmal 100 Milliarden im Kopf. Und Sie sehen, dass hier im Lauf von Tagen angebaut, abgebaut, umgebaut, weggeräumt, neu gemacht und so weiter, dass dauernd was passiert. Bei Ihnen jetzt? Und zwar in diesem Ausmaß. Ja? Ich habe noch gelernt im Medizinstudium, naja, Hirn, das ist zwar höllisch kompliziert und irgendwie denkt's, werden wir wohl nie verstehen. Und es gibt auch lauter kleine Fissel, die alle Namen haben, kann man viel auswendig lernen. Aber eigentlich ist es Hirn langweilig. Warum? Da passiert ja nichts. Und heute wissen wir, falscher geht's gar nicht. Ja? Im Hirn passiert dauernd ganz viel. Das sehen Sie hier. Wenn man sich diese Bilder anguckt, wir sind hier in der ganz normalen Gehirnrinde, eines ganz normalen Versuchstiers. Man kann sagen, wir könnten auch sagen, wir sind jetzt hier in Ihrem Gehirn. Und wenn Sie das sehen, was wird jetzt plötzlich zum Problem? Wie kann es überhaupt sein, dass wir stabiles Gedächtnis haben? Wenn da oben so viel passiert dauernd. Ja? Wie ist die Antwort auf die Frage, wie ist es mit unserem stabilen Gedächtnis? Kann ich Ihnen sagen. Es ist längst nicht so stabil, wie Sie denken, dass es ist. Es ändert sich dauernd. Ja. Und zwar immer dann, wenn Sie sich erinnern. Dann nehmen Sie nämlich die Erinnerung sozusagen wieder in die Hand. Und dadurch, dass Sie sich erinnern und mit der Erinnerung hantieren im Kopf, ändern Sie die. Das ist nachgewiesen mittlerweile. Ja. Und dann müssen hinterher wieder Prozesse erfolgen, um die wieder zu stabilisieren und so. Und genau das, also da wissen wir eine Menge mittlerweile drüber. Sodass es wirklich im Grunde, wenn man das sieht, ein Problem ist, wie kriegen wir stabile Gedächtnisinhalte da oben hin? Und die Antwort ist, so stabil sind sie wirklich eigentlich gar nicht. Ja, aber wir haben extra Mechanismen, die dafür sorgen, dass es so halbwegs stabil ist. Ja. Lernen. Man hat am Tag 8, und zwar am 9. Tag morgens, angefangen, dem Tierchen was beizubringen. Und zwar im Sehsystem. Wir sind hier, was ist hier hinten beim Versuchstier? Das Sehsystem. Und man hat dem Tierchen eine Sehaufgabe beibringen. Also man hat dafür gesorgt, dass hier Lernen stattfinden musste. Wie ist jetzt nicht wichtig? Wichtig ist, hier hat Lernen stattgefunden. Und zwar für weitere 8 Tage. Und gucken Sie mal, was Sie jetzt sehen. Mehr rote Pfeile. Das fällt so beim bloßen Hingucken auf. Ja? Kaum blaue Pfeile, mehr rote Pfeile. Und was heißt das? Dass dadurch, dass hier neu gelernt wurde, tatsächlich neue Verbindungen geknüpft wurden. Und das kann man nicht nur so an dem Beispiel so grob abschätzen. Nein, man hat natürlich an vielen Nervenzellen das abgezählt, hat geguckt, wie gut lernt das Tierchen und man konnte finden, dass sozusagen die Zunahme der Verbindungen mit dem Lernfortschritt zusammenhängt. Also Lernen ist wirklich das Knüpfen neuer Verbindungen im Gehirn. Wie gesagt, das ist besser kann man es nicht mehr nachweisen als durch diese vielen, vielen Studien, die es heute gibt. Diese Arbeit hatte diesen Titel und der ist so schön, deswegen habe ich ihn extra reinkopiert. Experience leaves a lasting structural trace in cortical circuits heißt, Erfahrung hinterlässt eine andauernde strukturelle Spur in Netzwerken der Gehirnrinde. Schöner kann man es einfach nicht mehr sagen. Ja? Was immer Sie mit Ihrem Hirn machen, hinterlässt Spuren in Ihrem Gehirn. Wie heißen die deswegen auch seit über 100 Jahren? Gedächtnisspuren.
So heißen die wirklich seit über 100 Jahren. So haben Psychologen die irgendwann mal genannt. Und es gibt noch jemand, der war schlauer als Psychologen, denn der nennt das schon seit Jahrtausenden so. Und das ist die deutsche Sprache. Wussten Sie, dass die Wurzel des Wortes Lernen, die heißt Leis? Und es gibt ein anderes Wort, das ist auch von Leis abgeleitet, nämlich das, was Sie auf dem Bahnhof finden, ein Gleis. Und die Wurzel von beidem heißt Spuren legen. Das ist einfach nur genial. Sprache ist ja oft genial. Ja? Lernen heißt Spuren legen. Ist die gleiche Wurzel in unserer Sprache drin. Ja. Also sie ist auch sehr schlau. Und das mögen Sie mir verzeihen, aber ich werde oft gefragt, wie soll ich mir das vorstellen? Und hier habe ich sozusagen ein ganz simples Bildchen, wo man mal sich klar machen kann, was das heißt, was ich Ihnen gerade eben erzählt habe. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Park mit so viel Neuschnee. 30 cm Neuschnee. Und jetzt werden die Tore aufgemacht von dem Park, Leute gehen rein, naja, und was ist, es ist halt kalt, ne? Es ist ja Winter, Neuschnee, was machen sie? Gehen sie einen Glühwein trinken, ja, hier gibt es was Heißes zu trinken, gehen sie hier hin. Wenn sie hier lang genug waren, dann müssen sie hier hin, ja. Und wenn sie dann da rauskommen, haben sie ein schlechtes Gewissen, vor allem wegen der lieben Kleinen daheim, kauft bei denen noch was und dann geht man heim. Nicht jeder läuft so, aber viele werden so ähnlich laufen. Und wenn Sie dann am Abend auf den Park von oben runter gucken, da fällt Ihnen was auf. Sie sehen Trampelpfade, gebrauchsabhängig entstandene Spuren. Solche zum Beispiel. Ja. Das sind Spuren, die sind einfach dadurch entstanden, dass nicht alle wild hier rumgerannt sind, sondern dass es eine bestimmte Regelhaftigkeit der Benutzung der Parkoberfläche gab, die sich dann durch die Benutzung einfach manifestiert hat in Trampelpfaden. Warum erzähle ich Ihnen so etwas Komisches? Weil es hier genauso ist. Hier laufen natürlich keine Leute durch den Schnee, hier laufen Aktionspotenziale über ganz, ganz, ganz viele Synapsen. Nochmal 1 Million Milliarden. Und die werden dann da, wo was drüber läuft, stärker. Dann läuft es sich da umso leichter. So ist es ja hier auch. Und dann läuft man erst recht genau da lang, wo es so gut geht. Und was entsteht auf diese Weise? Trampelpfade in Ihrem Gehirn. Und wie nennen wir diesen Prozess? Lernen. Sie merken, das funktioniert ganz automatisch. Sie können nichts dafür, dass es passiert. So wenig wie die Leute dafür können, dass sie hier Wege selber produzieren, dadurch, dass sie in dem Park rumrennen. Und zwar halbwegs irgendwie sinnvoll. Ja. Wir wissen noch was. Und zwar keine 10 Jahre. Stellen Sie sich mal vor, der Glühweinbudenbesitzer hat am nächsten Tag keine Lust. Jetzt macht der auf. Hier ist nämlich noch eine Glühweinbude und jetzt macht der seine Bude auf. Wie laufen Leute jetzt, wenn sie in den Park reinkommen? Keiner läuft den kürzesten Weg von da nach da. Warum? Das ist beschwerlich. Da stapft man durch die Gegend und es geht nicht gut. Wie laufen Leute? Sie nehmen den Weg. Warum? Weil er da ist, aus keinem anderen Grund. Ja? Und dann schlägt man einen Haken, geht hier und ist fertig. Ja. Was wird dadurch mit diesem Weg? Er wird noch besser ausgetreten. Ja. Was wir wirklich seit 2003 definitiv wissen, ist, dass in unseren Gehirnen Spuren benutzt werden, auch wenn sie nicht mehr gut auf die Realität passen. Sie werden trotzdem benutzt. Warum? Also sie sind halt schon da. Damit ist eins klar. Es ist viel leichter, sich eine schlechte Angewohnheit gar nicht erst anzugewöhnen, als sich wieder abzugewöhnen. Ja? Denn wenn hier mal eine Spur ist, dann haben Sie richtig Mühe, noch eine neue hinzumachen. Ja? Denn dann müssen Sie immer mit viel Mühe hier trampeln und noch einmal trampeln. Und bis da so ein schöner Weg draus wird, das dauert eine Weile. Und solange der nicht so schön ist wie der, wenn Sie spontan reingehen und haben es eilig, was nehmen Sie? Den. Und dann wird der wieder besser, dummerweise. Ja? Und genau deswegen ist es so schwierig, umzulernen, wenn man schon mal was gelernt hat. Wir wissen alle, die sich damit professionell beschäftigen, umlernen ist ganz schwierig. Ja, wenn man schon was drin hat und muss umlernen, ist richtig schwierig. Also besser gleich richtig, ist ganz einfach. Ja? Ganz, ganz wichtig und ganz einfach. Ich könnte jetzt aufhören, aber ich bin noch nicht fertig, ja? Weil das ist sozusagen die ersten wichtigen Prinzipien davon, wie unser Gehirn arbeitet. Und mit diesen Prinzipien kann man schon sehr vieles sich überlegen. Ja? Aber ich möchte diese Vorstellung noch ein bisschen verfeinern, denn ich habe da noch längst nicht alles gesagt, was es zu sagen gibt. Und deswegen muss ich noch ein paar Prinzipien hinzufügen, damit das Bild noch ein bisschen reicher wird und Sie noch besser verstehen, wo sozusagen die Probleme, die Schwierigkeiten, aber auch die Riesenvorteile sind, die daraus resultieren, dass wir so ein Gehirn haben, wie wir es haben.
die Maschinerie besser zu verstehen, ist einfach, ja, man geht einfach besser mit um, wenn man weiß, wie es tickt, wie es tut, ja, dann hat man einen riesen Vorteil. Wenn man es nicht weiß, macht man unglaublich viel falsch. Deswegen sollte man es halt wissen. Das hier kennen Sie alle, dieses Bildchen Gehirn von der Seite. Und hier sieht man den sensorischen, motorischen Kortex. Was Sie alle wissen ist, wir haben hier Zellen, die sind für die andere Körperseite zuständig. Also hier sitzen Zellen, die sind fürs Gefühl hier zuständig und für die Bewegung hier zuständig. Wenn man hier einen Schlaganfall hat, ist man nicht nur gelähmt, man spürt auch nichts mehr. Das wissen Sie ja alle. Was Sie auch wissen ist, dass hier, wenn man hier durchschneidet und hier sich die Gehirnrinde, das sind die Nervenzellen. Hier drunter sind Fasern. Hier sind keine Zellen mehr, außer ein paar Zellhaufen, aber im Prinzip sind hier Fasern. Und die gehen hier unten rein und dann verzweigen die sich vielfach. Und dann hängt es davon ab. Wenn da viele Impulse kommen, dann werden hier viele Zellen zuständig. Und deswegen, wenn man jetzt einfach mal die Körperoberfläche hier hinmalt, und zwar genau da, wo die Zellen sind, die für sie zuständig sind, dann kriegt man hier so ein Menschlein, aber was man auch kriegt, ist, man kriegt ganz komische Verzerrungen. Nämlich man hat ganz viel Platz für die Hand. Ganz viel Platz in dem Kopf für Lippen und Zunge. Und für unseren riesengroßen Rücken haben wir ganz wenig Platz. Warum? Na, sie essen selten mit ihrem Rücken. Da kommt tastmäßig sowieso wenig Interessantes von da hinten. Ja? Und weil da so wenig kommt, deswegen werden hier wenig Verbindungen geknüpft und deswegen sind hier oben nur wenig Zellen für den Rücken zuständig. Denn die werden dadurch zuständig, dass hier viele Impulse kommen. Das ganze Ding hier ist gelernt. Das ist nur ganz grob angelegt und dann wird gelernt. Beweis, wenn jemand extra viel Input hat, schöne Studie, die nehmen Geigenspieler. Was machen Profi-Geiger? Die fangen mit 3, 4 oder 5 an, Geige spielen zu lernen. Und dann haben sie mit 20 mindestens 10.000 Stunden Geige gespielt. Sonst sind es keine Profis. Nachgewiesen. 10.000 Stunden Geige üben bis 20 heißt 10.000 Stunden extra Input von da, ganz genau greifen, nach da. Was können Sie bei Profi-Geigern nachweisen? Einige Zentimeter mehr Platz hier für die Finger der linken Hand. Nachgewiesen. Sie erkennen Profi-Geiger nicht an so einem Knubbel hier, damit wir uns richtig verstehen. Die Zellen sind ja alle da und es ändert sich nicht die Zahl der Zellen, aber wofür die zuständig sind, das ändert sich. Wenn da viel Input hinrauscht dann und die Fasern verzweigen sich, ja, das heißt, dann haben viele Impulse die Möglichkeit, viele Verbindungen zu knüpfen und werden hier viele Zellen für die Finger zuständig. Und wenn halt weniger kommt, weniger. Super, danke. Ich werde immer gefragt, naja, wenn die mehr Platz haben für die Finger der linken Hand, ja, und der Gesamtplatz bleibt, ja, dann können die doch alles andere schlechter. Stimmt. Nur, das Hirn, wenn Sie mal gucken, wie groß ist die gesamte Hirnrinde, das ist, wenn man die auffalten würde und dann vermessen, da kämen wir auf 1/4 Quadratmeter. Das ist schon nicht wenig. Ja, das ist so viel. Und wenn dann ein Teilchen ein bisschen größer ist, dann ruckeln die alle anderen so ein bisschen zusammen und dann können Sie bei den anderen natürlich nicht mehr gucken, um wie viel kleiner die werden, weil das ist wenig. 2500 Quadratzentimeter ist 1/4 Quadratmeter. Das ist schon viel. Ja? Und dann ein paar Quadratzentimeter mehr, das merken Sie bei den anderen nicht. Jetzt gibt es unglaublich viele andere Sachen, wo man das auch zeigen kann. Also Taxifahrer, die müssen sich gut orientieren. Die haben mehr Platz für Orientierung. Ja? Ganz witzig. Londoner Taxifahrer sind die besten der Welt. Warum? Die kennen sich aus. Die kennen 25.000 Straßennamen, sonst dürfen sie ihren Beruf nicht ausüben. Plus ein paar tausend Hotels und Plätze und sonst irgendwas. Und das müssen die über 3, 4 Jahre lernen. Und dann machen sie ein paar Prüfungen und dann sind sie Taxifahrer. Was hat man gemacht? Hat die Taxifahrer, bevor sie angefangen haben zu lernen, in den Scanner gelegt, hat da oben das Hirn vermessen und wir wissen, welcher Hirnteil fürs Navigieren zuständig ist. Und dann hat man eine Kontrollgruppe genommen, auch vermessen und nach 4 Jahren wieder. Die Kontrollgruppe ist nichts gewachsen. Bei denen, die durchgefallen sind, die haben nicht so viel gelernt, ist auch nichts gewachsen, waren etwa die Hälfte. Und bei denen, die die Prüfung geschafft haben, ist das Teil, was navigiert, größer geworden. Und es gibt heute unendlich viele, wer zum Beispiel ganz viele Sozialkontakte hat, dessen soziales Gehirn, es gibt Bereiche, die sind für Sozialkontakte zuständig, ist messbar größer. Ja. Da gibt es keine, weil die fangen ja alle als Erwachsene an. Deswegen hat man keine Alterskorrelation gefunden. Ich zeige das gleich noch her. Kinder lernen viel schneller als Erwachsene. Wenn man also zum Beispiel das mit Kindern machen würde, würde man finden, die würden das schneller lernen. Und dass man das schon in anderen Bereichen gefunden hat, das zeige ich Ihnen. Ja.
Hier noch ganz kurz, was man auch wissen muss, weil man sonst Lernen nicht versteht. Unser Gehirn ist modular aufgebaut. Und was Sie hier sehen, ist eine der bekanntesten Folien, die es in der Neurowissenschaft überhaupt gibt, nämlich Ihr Sehsystem. Nochmal zurück, das Sehsystem sitzt hier hinten, etwa ein Drittel unseres Gehirns ist für Sehen zuständig. Das hier ist sozusagen, wie es von außen aussieht, und das hier ist der Bauplan. Und so wie der Bauplan Ihres Hauses nicht so aussieht wie Ihr Haus, ja, oder der Ihres Transistorradios nicht so aussieht wie Ihr Transistorradio, so sieht auch der Bauplan Ihres Sehsystems nicht so aus wie Ihr Sehsystem. Aber hier zeigt sich schön, wie es funktioniert. Der hier ist für Farbensehen zuständig, der für Bewegungssehen. Und hier unten sind die für Ecken und Kanten zuständig. Und hier geht das Licht ins Auge rein, werden Impulse umgewandelt, die Impulse werden hier verarbeitet. Hier oben gibt es welche für Gesichter, für Objekte, für Landschaften und für alles Mögliche. Gibt es hier oben einzelne Module, die hier unten, die Module, kann ich bei jedem von Ihnen in Quadratmillimetern schon vermessen. Das ist also nicht so hingemalt, weil es so sein könnte. Nein, die Dinger kennt man einzeln beim Vornamen und weiß, wie groß sie sind im Durchschnitt, und bei jedem Einzelnen könnte ich das vermessen. Jede dieser Verbindungen sind auch nicht einfach nur hingemalt, nein, die sind bekannt. Was man auch weiß, dass die allermeisten in beide Richtungen laufen. Das heißt, es ist nicht nur so, dass die Information von der Netzhaut in immer höhere Gehirnzentren fließt. Nein, was da oben angekommen ist, wird von hier oben, da sind ja Zellen, die haben was gelernt, zum Beispiel Gesichter. Und wenn Sie nur ein halbes Gesicht sehen, ergänzen Sie sich den Rest und füttern das wieder runter und sehen deswegen das Gesicht besser. Und damit Sie verstehen, wie ich das meine, zeige ich Ihnen mal mein Lieblingsbeispiel. Hier ist eine Kuh. Wer sieht die Kuh? Hand hoch. Es sind immer ein paar. Jetzt zeige ich Ihnen, wo hier die Kuh ist. Und jetzt sehen Sie doch alle die Kuh. Warum sehen Sie jetzt plötzlich eine Kuh? Weil jetzt hier Ihr Kuhneuron aktiv ist. Ja? Und das schickt da unten zu denen. Hier, die sind für Ecken und Kanten zuständig. Und das Kuhneuron sorgt dafür, dass es hier gehört ein Ohr hin. Deswegen ist hier eine Kante, das ist eine Nase und hier ist eine Kante eigentlich. Sie sehen sich also jetzt mit Hilfe Ihres Wissens über Kühe eine Kuh zurecht, mit Hilfe dieser schrecklichen Kleckse, die eigentlich gar nichts bedeuten. Aber Sie wissen, was es zu bedeuten hat, und deswegen sehen Sie trotzdem eine Kuh. Und bitte versuchen Sie doch jetzt mal, keine Kuh zu sehen. Merken Sie was? Das geht nicht. Ja, wenn Sie eine sehen, wupp, ist es vollautomatisch, Sie sehen eine. Ja, so funktioniert es, und Sie sehen jetzt eine, weil Sie ganz viele Kühe schon in Ihrem Leben gesehen haben. Ganz simpel. Ja, das klappt, das passiert dauernd und überall. Noch ein anderes schönes Beispiel. Was sehen Sie hier? Sie sehen die Müller-Lühr-Täuschung, nämlich die beiden Striche sind gleich lang, aber der hier scheint kurz und der scheint lang. Das kennt ja jeder. Ja. Was vielleicht nicht jeder kennt, warum ist denn das so? Ganz einfach, weil in solchen Räumen sind sie schon als Baby rumgekrabbelt. Da konnte man hinkrabbeln, hier hat man sich den Kopf angerannt, denn hier ist vorne und hier ist hinten. Ja? Und da, hier ist der Effekt noch nicht so groß, hier ist er richtig groß. Hier ist vorne, die Linien gehen so weg. Hier ist hinten, die Linien gehen so weg. Deswegen muss der hier kürzer sein als der. Die sind aber gleich groß, sehen aber ganz unterschiedlich lang aus. Ja? Sind genau gleich. Ja? Die gehen ja auch, die gehen auch hier auseinander. Nein, die braunen Linien. Ach so, die braunen, die gehen aber nicht auseinander, die sind genau gleich, die sind genau parallel. Ja, ja. Ja, richtig, aber trotzdem, ich habe sie extra hingemacht. Ich wollte nicht klar machen, dass es hier eine Täuschung gibt, weil die hier so gehen, dass die auseinanderdriften, sondern ich wollte klar machen, die sind parallel, und es sieht nicht so aus, wenn ich nämlich, wenn ich so hingucke, scheint der hier viel länger zu sein als der hier. Ja. Das geht allen Leuten so, weil alle Menschen in so Räumen aufgewachsen sind, es sei denn, sie wohnen so. Das ist kein Witz. Da sind die Wissenschaftler schon vor Jahrzehnten hingegangen und haben denen die Müller-Lühr-Täuschung gezeigt. Und die Leute, die so wohnen, wenn man die fragt, welcher Pfeil ist denn länger, der linke oder der rechte, da sagen die, wovon redest du, die sind doch gleich lang. Weil die nicht gelernt haben, ja, Ecken und Kanten entsprechend länger und kürzer zu sehen. Weil die eben nicht in normalen Räumen aufgewachsen sind. Also was Sie schön sehen, ist, das ist eben alles gelernt. Ja. Was Ihnen auch klar ist, denken Sie nochmal an das Grammatikbeispiel von vorhin. Sie wissen nicht, dass Sie das alles wissen. Sie wissen auch nicht, dass Sie das wissen. Und Sie wissen noch viel mehr und wissen davon gar nichts. Aber es ist halt Lernen, und zwar heftigstes Lernen hat in Ihren Köpfen stattgefunden. Und genau das machen wir in den ersten paar Lebensjahren ganz, ganz, ganz heftig. Wenn das Gehirn auf die Welt kommt, kann es fast nichts. Und dann lernt es unglaublich viel, unglaublich schnell. Ja. Nur ganz. Der Demenzkranke, von dem es ja heißt, er kann nichts Neues
Ganz schlecht, völlig richtig, weil der Demenzkranke, also das Modell ist immer noch viel zu einfach. Es ist so, dass vieles, was wir lernen, erstmal in den mittelfristigen Speicher geht, das ist der Hippocampus, und der bringt dann, weil unser Kortex langsam lernt und nicht so schnell lernen kann, bringt der Hippocampus das, was er schnell gelernt hat, und das, der kann recht schnell lernen, dann immer wieder über Tage, Wochen und bei Menschen sogar Monaten das dem Großhirn bei. Deswegen braucht es bei uns auch eine Weile, bis neu gelernte Sachen sich verfestigt haben. Man spricht von Konsolidierung. Ja? Und das Tückische an dem Alzheimer, Morbus Alzheimer, das sind 70% aller Demenzkranken haben diese Erkrankung, da geht der Hippocampus als erstes kaputt. Also genau das, womit wir schnell Neues lernen und uns dann langsam nochmal in den folgenden Tagen, Wochen und Monaten selber nochmal beibringen, zwar vor allem nachts, genau das Ding geht kaputt. Was kann deswegen der Alzheimer-Demente-Patient nicht mehr? Neue Erinnerungen bilden. Die alten hat er noch und an die kann er sich noch toll erinnern. Also was es zur Hochzeit gab, weiß er noch. Was es gestern zum Mittag gab, weiß er nicht mehr. Ja? Weil genau der Zwischenspeicher für Dinge, die neu gelernt werden sollen, der ist als erstes kaputt. Und dann gehen sowieso auch andere kortikalen Bereiche im Verlauf der Erkrankung weiter kaputt. Sagen wir mal ein bisschen, ja, wichtig ist, upsala, dass wir das Konzept der Verarbeitungstiefe ist wichtig. Wir müssen uns, um was zu lernen, richtig heftig mit den Dingen beschäftigen. Also, ich kann Ihnen Wörter zeigen und Sie fragen, ist das Wort mit großen oder kleinen Buchstaben geschrieben? Ich kann Sie auch fragen, ist es ein Hauptwort oder ist es ein Tätigkeitswort? Oder ich kann Sie fragen, ist es was Belebtes oder was Unbelebtes? Und ich kann Ihnen die Wörter genau gleich lang zeigen. Wenn Sie aber gefragt werden, ist das Groß- oder Kleinbuchstaben, dann bleibt nicht viel hängen. Frage ich Sie nach Verb oder Substantiv, bleibt mehr hängen. Frage ich Sie, ist es belebt oder unbelebt, bleibt noch mehr hängen. Warum? Also Sie müssen viel mehr mit dem Wort machen, wenn ich Sie frage, ist Atmen belebt oder unbelebt? Also wenn ich Sie frage, ist Hammer mit Großbuchstaben oder mit Kleinbuchstaben geschrieben? Da gucken Sie hin und sind schon fertig. Belebt oder unbelebt, müssen Sie richtig überlegen, was ist denn das? Was bezeichnet das Wort und was ist das für ein Ding und ist es belebt? Also merken Sie was, Sie müssen einfach viel mehr im Kopf mitmachen. Weswegen es so wichtig ist, dass wir, wenn wir lernen, die Informationen nicht nur so an uns ranklatschen lassen und dabei dösen, ja, sondern was damit machen. Ja? Das betrifft jegliche Lernprozesse, die Verarbeitungstiefe ist wichtig. Weswegen es auch wichtig ist, dass man gerade bei kleinen Kindern mit elektronischen Medien vorsichtig ist, weil die bieten halt nicht wirklich eine richtige Verarbeitungstiefe und bieten auch wenig Input. Man hat ja nur was Gesehenes und was Gehörtes. Das Taktile fehlt und es riecht nicht und schmeckt nicht. Weswegen ganz kleine Kinder von Medien gar nichts lernen können. Dazu gibt es schöne Studien, die das ganz klar zeigen. So ab 2, 3 können Kinder auch aus dem Fernsehen was lernen. Dummerweise, was lernen sie da? Die Markennamen von ungesunden Nahrungsmitteln. Ja? Und die essen sie dann auch und dann werden sie alle dick und sind ungesund. Also es ist ganz furchtbar, was wir in unseren Kindern machen. Das nur nebenbei. Da sollten wir wirklich aufpassen und nicht so viel falsch machen, wie wir das oft tun. Ja? Wenn man am Computer arbeitet, ist die Verarbeitungstiefe auch oft geringer, denn wir lassen den ja geistig arbeiten und denken nicht selber mehr nach. Und genau deswegen sind wir nicht mehr so gut. Auch keine gute Idee. Weswegen es wichtig ist, dass gerade Kinder mit der realen Welt sozusagen arbeiten, an der realen Welt sich abarbeiten, mit Händen, mit allen Sinnen die Dinge begreifen und nicht nur ja, vor der Mattscheibe hocken. Wie es heute leider ganz viel passiert, ich sage das, weil es ist so wichtig dafür zu sorgen, dass im Kindergarten, in der Grundschule keine digitalen Medien sind. Und die kommen heute flächendeckend dahin und wir verdummen unsere Kinder. Also das ist ganz klar. Es ist nicht so, wie behauptet wird, dass das gut sei. Es ist schlecht. Und dafür gibt es unendlich viele Hinweise, das muss ich auch mal ganz klar sagen. Zeige Ihnen mal ein schönes Beispiel, wie Kinder lernen und was man als Erwachsener noch sehen kann, warum es wichtig ist, wie sie lernen. Schönes Beispiel, Fingerspiele. Was ist heute die Standardüberlegung zu Fingerspielen? Also Fingerspielen, das ist ja wohl der letzte alte Zopf. Weil, naja, die haben sie immer dabei, sie kosten nichts. Und wenn es draußen regnet, dann machen wir halt, das ist der Daumen, und schlagen die Zeit tot. Machen wir doch endlich mal was Gescheites und bringen Laptops in die Kindergärten, damit die schlau werden. Es gibt ganz viele Leute, die würden genau das sagen. Was ich Ihnen jetzt klar mache, ist es genau andersrum. Warum?
Was lernen Sie unter anderem mit den Fingern? Zählen, ja. Und was ganz wichtig ist, ja, also man lernt es, die meisten Menschen auf der Welt lernen so zählen. Ja. Es gibt ein paar, die lernen anders zählen. Die Chinesen, die kommen mit einer Hand bis 10. Und ab der 11 brauchen die zweite Hand, weil die eben so zählen bis 10. Ja. Und es ist ja interessant, wenn wir bis 10 zählen, brauchen wir ab der 6 die zweite Hand. Von da nach da oder da nach da dauert es ein bisschen. Also deswegen brauchen wir ab der 6 für die Verarbeitung dieser Zahl länger. Und die Chinesen, wann sollten die länger brauchen? Ab der 11. Nun hat man nicht Kinder getestet, sondern Erwachsene. Und Erwachsene benutzen ihre Finger nimmer, wenn es um Zahlen geht. Ja? Das Interessante ist aber, sie haben sie über die Finger gelernt. Denn die Zahl, die auch wenn sie die sehen, die geht nicht direkt in ihren Zahlenbereich, sondern über etliche Stufen der Verarbeitung. Und wie kamen die Zahlen in ihren Zahlenbereich? Über die Finger. Hängen also immer noch mit den Fingern zusammen, und zwar neurobiologisch. Und das Interessante ist, das kann man nachweisen bei Erwachsenen. Das ist eine schöne Studie. Was hat man gemacht? Ganz einfache Mathematikaufgaben bei Erwachsenen. Nicht addieren, auch nicht multiplizieren, sondern hier drunter waren Tasten und sie sollten mit einer Hand und zwei Fingern einfach die Taste drücken, die unter der größeren Zahl sich befindet. Also die Matheaufgabe ist, welche Zahl ist größer? Müssten hier drücken. Ja? Und dann kommt zum Beispiel eine 8 und eine 10, da müssten sie hier drücken. Dann meinetwegen eine 17 und eine 19, da müssten sie auch hier drücken. Und so kamen dauernd Aufgaben, sie müssen nur drücken, welche Zahl ist größer. Was man schon weiß ist, dass die Chinesen die Aufgabe besser können als die Deutschen. Warum? Kunststück. Chinesisch Grundschule heißt 9 Jahre lang Symbole dekodieren lernen. Warum? Die haben nicht ein paar Dutzend wie wir, sondern wie wir Buchstaben haben, sondern was haben die? Ein paar tausend Buchstaben. Ne? Chinesische Alphabet, ein paar tausend. Also chinesische Schriftzeichen. Das heißt, die haben ihren Zeichendecoder maximal trainiert, 9 Schuljahr lang, was wir so in der ersten Klasse machen, ne? Das machen die 9 Schuljahr lang. Deswegen können die einfach Zeichen dekodieren schneller. Und der Effekt, wenn sie ihn messen, der macht etwa 40 Millisekunden aus. Wir wissen noch was. Je größer die Zahlen werden, desto länger dauert es. Also es gibt eine leichte Zunahme der Reaktionszeiten. Wir wissen noch was. Wenn hier zum Beispiel eine 8 steht und hier eine 10, sind sie ganz schnell. Warum? Weil eine zweistellige Zahl größer ist als eine einstellige, da müssen Sie nicht nachdenken, welche ist denn größer. Sie sehen hier eine zweistellige, eine einstellige Zahl, wupp, sind Sie fertig. Völlig richtig. Und das geht den Chinesen nebenbei auch so. Jetzt wissen Sie alles, wenn ich Ihnen zeige, was rauskommt, wenn Sie mit vielen Chinesen und vielen Deutschen lauter solche Aufgaben machen, kommt das raus. Die Chinesen sind schneller. Rot Chinesen, blau Deutsche. Je größer die Zahlen werden, die man vergleicht, desto länger dauert es. Bei 8, 10 und 9, 11, bei den beiden Vergleichen, sind die Chinesen und die Deutschen deutlich schneller. Das haben wir alles schon abgehakt. Und jetzt kommt noch was. Die Deutschen werden langsamer ab der 6. Die Chinesen werden langsamer hier. Weil wir ab hier zwei Hände gebraucht haben beim Zahlenlernen und die Chinesen hier. Sie sehen also hier, wenn Sie so wollen, einen Schatten des kindlichen Sprachenlernens bei erwachsenen Menschen im Gehirn experimentell nachgewiesen. Es ist nicht egal, wie Sie in jungen Jahren lernen, zeigt diese Studie, und es gibt mittlerweile ganz viele, die das Gleiche zeigen. Ja. Es ist überhaupt nicht egal, dass Sie früh anfangen, auch richtig zu lernen und das Richtige lernen, ja, weil das schlägt sich in der Hirnfunktion bis zum Erwachsenendasein nieder. Ja. Schöner kann man es aus meiner Sicht gar nicht zeigen. Ja. Ganz kurz, eben speziell zum Lernen bei Kindern. Ja. Das ist Hirnforschung vor 100 Jahren. Denn was Sie hier sehen, sind 3 Bilder, die hat der Herr Paul Flexig vor über 100 Jahren publiziert. Und vor 100 Jahren war Hirnforschung nicht so, wie es heute ist. Ja, heute legen wir Leute in die Röhre und gucken nach, wo es leuchtet. Und die leben ja, ja, die müssen denken und was tun und dann gucken wir, wo im Hirn das erledigt wird. Hirnforschung vor 100 Jahren, wie ging die? Sie nehmen ein totes Hirn und schneiden es auseinander und gucken es unter dem Mikroskop an. Da lernt man nicht so viel.
Wenn Sie wissen wollen, wie Ihr Handy funktioniert, schneiden es in feinste Scheibchen und gucken die unter dem Mikroskop an. Lernen Sie nicht, wie es tut. Ja? Das Ding tut ja lang nimmer, wenn Sie es klein schneiden. Ja? Und deswegen lernen Sie nicht viel. Aber vielleicht so, wo ist die Batterie? Ja, das kriegen Sie schon raus. Aber nicht viel mehr. Der Flexig, der hat sich überlegt, das ist ein Babyhirn, das ist ein erwachsenes Hirn und das ist ein Gehirn von einem Kind. Was der Flexig einfach wissen wollte, der wollte folgende Frage beantworten. Total simpel. Wir wissen, dass wenn das Gehirn geboren wird, also wenn ein Baby geboren wird, ist das Hirn so groß. Und wenn dann wächst das Hirn und wird viermal so groß. Und was der Herr Flexig wissen wollte, was wächst eigentlich, wenn ein Hirn wächst nach der Geburt? Was man damals schon wusste, die Nervenzellen sind alle da, etwa um den Zeitpunkt der Geburt. Die Fasern, die die Nervenzellen verbinden, sind auch alle da, etwa um den Zeitpunkt der Geburt. Ja, verflixt, was wächst denn dann, wenn das Hirn wächst? Die Antwort sehen Sie hier, denn der Herr Flexig hat Folgendes gemacht, er hat einen Farbstoff genommen und Sie müssen anfärben, sonst sehen Sie im Hirn nie was, wenn Sie sich das angucken. Haben wir ja schon ganz am Anfang gesehen. Der hat eben nicht gelb genommen, sondern einen Farbstoff, der Fett schwarz färbt. Und was Sie hier unten, das ist Ihr Hirn, erwachsenes Hirn, was sehen Sie? Besteht zu über 60% aus Fett. Auch wenn Sie auf Diät sind. Hat damit gar nichts zu tun, denn das ist ein ganz besonderes Fett. Das ist Myelin und dieses Myelin, das ist drum gewickelt um die Nervenfasern und hat den Effekt, dass die Nervenimpulse nicht mehr die Nervenfasern entlang laufen, sondern entlang hopsen. Und dadurch sind sie 35 Mal schneller. Und weil Nervenimpulse, wenn sie lang laufen, brauchen die maximal 3 Meter in der Sekunde schnell. Und das ist verdammt langsam, da können Sie zugucken. Und wenn jetzt denken, überlegen Sie mal die Module, wir haben doch gesehen, da geht es hin und her, denken Sie, wie Sie die Kuh gesehen haben. Das ging hoch zu Ihrem Kuhneuron, wieder runter, haben sich eine Kuh zurecht gesehen, da müssen die alle miteinander dauernd reden. Miteinander reden heißt, von da nach da, zurück und wieder hin und her und das dauert. Vor allem dann, wenn die Nervenimpulse mit bis zu maximal höchstens 3 Meter pro Sekunde laufen. Da sind Sie von da nach da, 15 Zentimeter zurück, 30, 10 Mal hin und her sind Sie schon fertig. Haben Sie gerade mal 2 Module miteinander kommuniziert. Wir haben aber ein paar hundert im Kopf. Sie merken schon, das kann nicht funktionieren. Sie wissen, wofür diese Bereiche des Babys zuständig sind, denn Sie haben vorhin das Gehirn von der Seite gesehen. Und wofür, was haben wir da? Die Motorik und die Sensorik. Und die sind schon mit schwarzen Fasern, die also schnell laufen, versorgt. Was können Sie beim Baby? Sie können es am Fuß zwicken. Was macht es dann? Es schnickt mit dem Fuß. Wein, raus, zack, das geht. Was ein Baby nicht kann, ist drüber nachdenken, warum das tut's hier oder hier. Und diese Bereiche, die sind zwar vorhanden, aber salopp gesprochen, noch nicht online. Denn sie gehen viel zu langsam. Hier ist ja alles mit allem verbunden, aber die Fasern, die hier hingehen, die sind viel zu langsam. Deswegen, sie haben zwar alles, aber sie ist noch nicht online, wird noch nicht in die Verarbeitung mit einbezogen. Und jetzt kommt der Witz. Das hier ist sozusagen ihr gesamtes Gehirn. Das hier war ihr Sehsystem. Und nur Philosophen glauben, dass Erkenntnis sozusagen das Produkt von Wahrnehmung ist. Wenn Sie nämlich was erkannt haben, was wollen Sie machen? Sie wollen sich verhalten. Ja, ich sehe hier was und dann will ich es greifen. Deswegen, was ist das hier oben? Ein Muskel, der geht an oder aus. Hier unten ist ein Punkt in Ihrem Auge, hell oder dunkel. Und hier ist ein Muskel, an oder aus. Und das Ganze ist Ihr Gehirn mit lauter Bereichen, die für irgendwas zuständig sind und die alle ganz heftig auch hier miteinander verbunden sind. Wenn man das alles malen würde, würde es sehr kohlschwarz werden. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Aber so funktioniert es. Ja? Der Punkt ist, es muss auch schnell gehen. Nur das ist eigentlich schlecht gemalt, denn der Output geht ja nicht da oben aus dem Hirn raus. Hier geht es nicht raus aus dem Hirn, sondern es geht auch wieder nach unten raus. Ich müsste also eigentlich irgendwo hier das Ding umbiegen und dann geht es hier unten rein und hier unten wieder raus. Es gehen etwa 2,5 Millionen Fasern ins Hirn rein und etwa 2 Millionen raus, 1,5 Millionen raus. Das Größenordnung wissen wir auch. Und alle anderen Verbindungen sind innen drin. Die Zahlen, um auf das Beispiel von vorhin zu gehen, die sitzen irgendwo hier. In irgendeinem Modul, das ist für Zahlen zuständig, sitzen die Zahlen. Wie kommen die da rein? Nicht von außen. Über andere Bereiche des Gehirns, die dem was beibringen. Und das Verrückte, was wir hier sehen, ist, am Anfang tun sozusagen rein und raus. Das heißt, am Anfang können Sie hier zwicken, eben nicht im Sehsystem, sondern Sie können, das ist sozusagen,
das Taktile geht auch so rein, wird auch immer komplexer verarbeitet. Und dann gibt es eine Faser von da nach da und da geht es wieder raus. Zack. Und das Ganze wird nicht benutzt. Und jetzt passiert im Lauf der Gehirnentwicklung Folgendes. Der hier lernt ja und dann bringt er, was er kann, dem bei. Und dann bringt der denen was bei. Und dann die denen. Und es gappt auch erst nach einer Weile. Warum? Weil von unten nach oben und von oben nach unten langsam die Fasern mit Fett ummantelt werden. Das passiert automatisch während der Entwicklung, sodass immer dann ein paar wieder dazukommen und dann wird es wieder schneller und wird komplizierter. Dann bringen die denen was bei. Vorher nicht, weil vorher sind die Fasern noch schlecht. Dann reifen die heran, dann bringen die denen was bei, dann die denen und so weiter, sodass dadurch, dass unser Gehirn schon lernt, wenn es noch gar nicht gut tut, erstmal nur in den einfachen Bereichen, hier die einfachen in der Sensorik, hier die einfachen in der Motorik, Einfaches gelernt wird. Dann lernen komplizierte Bereiche von den einfachen Bereichen was Komplizierteres. Und dann noch kompliziertere Bereiche von den einfacheren noch was Komplizierteres. Und genau deswegen können wir überhaupt was Kompliziertes lernen. Ich sage es mal anders. Wenn Sie mit dem Gehirn, was Sie heute haben, geboren worden wären, hätten Sie nie sprechen gelernt. Das wäre zu schwierig gewesen. Denn es ist unheimlich kompliziert, die Sprache. Aber genau weil Sie gar nicht anders konnten, als am Anfang nur Frequenzmuster, es gibt halt A, Hu, Z und so weiter, die haben Sie gelernt. Dann haben Sie gemerkt, hey, manche gehören immer zusammen. B, es kommt immer erst so was Konsonantisches, dann was Vokalisches, gibt also ba, be, bi, bo, bu, und das haben sie gelernt. Silben. Dann haben sie gelernt, manche Silben hängen oft zusammen. Wörter. Dann haben sie gelernt, die Wörter hängen oft in einer bestimmten Weise zusammen. Reihenfolgeeffekt. Grammatik. Ja? Und das haben sie nacheinander gelernt, weil die bestimmten Bereiche ihres Hirns, die immer komplizierter waren, Frequenzmuster, Silben, Wörter, Sätze, Bedeutungen und so weiter, die kamen nacheinander online. Wenn die alle von vornherein online gewesen wären, wären sie völlig verwirrt gewesen. Weil unser Gehirn sich noch entwickelt, während es schon lernt, brauchen sie im Alter bis zur Schule keinen Lehrer. Die Hirnentwicklung sorgt dafür, dass erst Einfaches und dann Komplexes gelernt wird. Ein guter Lehrer macht das auch. Aber bis Schule haben wir ja keinen. Brauchen wir auch nicht. Die Hirnentwicklung sorgt automatisch dafür, dass das richtig funktioniert. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Ja, dass unser Hirn, hat man früher gedacht, es kommt so unfertig auf die Welt. Ach, wie dumm. Ja, deswegen können wir so schlecht lernen als Babys. Alles falsch. Gerade weil es so unfertig auf die Welt kommt, können Babys so toll lernen. Ja, weil die Entwicklung des Gehirns nochmal den Lehrer ersetzt. Und automatisch dafür sorgt, dass erst Einfaches und dann immer Komplizierteres gelernt wird. Ja. Nun, ich habe es Ihnen hier nochmal schematisch. Ja. Das ist jetzt ein Quadratschädel, ja, und es geht tatsächlich unten rein und unten wieder raus. Ich habe das Ding einfach umgebogen. Ja. Also geht es beim Baby rein und gleich wieder raus. Und je weiter sich das Baby entwickelt, dann kann der schon online gehen und dann kann der schon was kapieren, was Komplexeres. Und dann kann es hier auch schon einen komplexeren Output geben. Nicht einfach nur zucken, sondern irgendwie eine vernünftige Bewegung. Und ganz weit später sind hier oben dann Gedanken abstrakterweise und dann können ganz komplexe Input-Output-Mappings erfolgen. Beispiel beim Kind, süß, essen, zack. Bei Ihnen, süß, zum Figurneuron, zum Diätneuron, zum Nicht-Essen-Output. Ganz kompliziert, ja. Das kann ein Kind nicht. Weil da die Hardware zwar schon da, aber noch nicht online ist. Erstens, und zweitens auch noch nicht gelernt hat. Kann ja noch gar nicht lernen, weil lernen können sie erst, wenn sie online sind. Das heißt, wenn sie benutzt werden. Denn die Benutzung bringt ja die Spuren hier rein. Und erst dann kann das sein, wenn hier sozusagen gute Verbindungen sind. Das Kind kann also nicht. Also Süßigkeitserziehung bei Dreijährigen, ja, das ist völliger Nonsens. Die einzige Chance, die wir haben, ist einfach keine Süßigkeiten dem kleinen Kerlchen in die Hand zu drücken. Ja. Zu glauben, das könnte so schlau sein und das von alleine managen, geht einfach nicht. Es kann nicht gehen. Ja. Ganz wichtig. Aber Sie sehen hier, worauf es ankommt. Und jetzt kommt wieder was ganz Wichtiges, nämlich, ja, ich mache vielleicht ein ganz schwieriger Gedanke, ich versuche es mal. Wenn Sie lernen, und ich habe es vorhin doch gesagt, Sie müssen lernen, wie viele Impulse schicke ich an die Wade, dass wenn ich es so mache, wieder richtig so mache. Zu wenig und mich haut es vor, zu viel, mich haut es zurück. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, Sie werden in den Urwald geboren. Da gibt es rote Beeren.
die enthalten Zucker und Gift. Und was müssen sie lernen? Die richtige Anzahl der Beeren zu essen, so dass sie erstens satt werden und zweitens nicht vergiftet. Nehmen wir an, 15 rote Beeren enthalten genug Zucker, dass sie erstens satt sind, aber wenig genug Gift, dass sie es auch gut wegstecken. Dann ist die Zahl 15 Beeren, die müssen sie lernen. Die essen also mal 5 und was haben sie hinterher? Kohldampf. Beim nächsten Mal treffen sie wieder auf so ein paar Beeren, essen sie 50, oh, geht's ihnen schlecht. Beim nächsten Mal essen sie vielleicht 7. Ja? Und dann essen sie, weil sie wieder Kohldampf haben, beim nächsten Mal 23. Und was werden sie tun? Hier ist der wahre Wert, 15, und den wissen sie nicht. Aber sie fangen an und probieren und tasten sich an diesen wahren Wert ran. Lernen ist, und das trifft jetzt, das ist wirklich interessant, für Roboter, Blattwürmer, Affen, Menschen, das trifft für jedes System zu, das lernt. Immer nichts anderes als das Abschätzen eines wahren Wertes, den sie nicht kennen. Wie viele Impulse schicke ich hin, um nicht umzufallen? Wie viel Beeren esse ich, um zu überleben? Immer dasselbe. Sie wissen es nicht und sie lernen es durch Probieren. Worauf kommt es dabei an? Wenn bei jeder neuen Erfahrung Sie einen kleinen Schritt in die richtige Richtung machen, sind Sie tot, bis Sie fertig sind. Blöd. Wenn Sie mit jeder Erfahrung ganz schnell weite Sprünge machen in die richtige Richtung, hopsen Sie um die Wahrheit rum und kommen nie hin. Das kann man zeigen. Das ist genauso blöd. Man kann sogar zeigen, selbst wenn Sie mal zufällig bei der Wahrheit sind und dann essen Sie halt mal wieder 15 Beeren und in einer war eine giftige Raupe, was ist? Wupp, sind Sie wieder weg von der Wahrheit. Ist auch blöd. Ja? Jetzt haben Sie ein richtiges Problem. Wie muss Lernen funktionieren? A, in großen Schritten, damit Sie nicht gestorben sind, bevor Sie fertig sind. B, in kleinen Schritten, damit Sie auch wirklich zur Wahrheit hinkommen. Merken Sie was? Das geht nicht. Ja? Das geht schlichtweg nicht. Sie können nicht gleichzeitig mit großen und kleinen Schritten lernen. Die Lösung, das ist nebenbei wirklich ein ganz, ganz allgemeines Problem, das hat jedes System, das lernt, vom Roboter über den Plattform bis zum Menschen. Die Lösung, da. Ich mache es Ihnen mal vor, Sie fangen mit Riesenschritten an und machen immer kleinere Schritte. Und so kommen Sie schnell in die Gegend von der Wahrheit und dann immer genauer hin. Und wenn Sie dann einmal eine andere Erfahrung machen, machen Sie schon so kleine Lernschritte, dass Sie auch nicht mehr weit weg sind und können dann wieder hin zur Wahrheit und sind gar nicht weit weg. Das heißt, und was Sie hier sehen, das sind ganz verschiedene Untersuchungen, die Lerngeschwindigkeit im abhängig vom Lebensalter auftragen. Und hier sehen Sie, dass ein 10-Jähriger richtig schnell lernt und mit 20 ist er bei 10% der Geschwindigkeit vom 10-Jährigen. Und hier gibt es weitere Beispiele. Bevor Sie depressiv rausgehen, denn wenn ich davon rede, dass alle älteren Menschen ganz langsam lernen, dann meine ich nicht alle über 70, ich meine alle über 17. Ja? Und bevor Sie also jetzt depressiv rausgehen, muss ich dann noch was dazu sagen. Es gibt ja doch Fälle, wo man mit 40 ganz schnell lernen kann. Zum Beispiel, jemand kann schon 5 Sprachen und lernt die 6. Der braucht keine 6 Jahre wie ein Baby für die erste Sprache. Der lernt, wenn es gut geht und er flott drauf ist, eine neue Sprache in 6 Wochen. Geben wir ihm 6 Monate. Ist er immer noch viel schneller als ein Baby. Ja? Wie kann das sein? Hat er besondere Synapsen, die schnell sich ändern oder was? Nein. Der hat schon ganz viele Sprachen gelernt, deswegen seinen Sprachzentren sind unglaublich viele Spuren differenziertester Art. Und wenn er eine neue Sprache lernt, was macht er? Er ändert ein bisschen die Spuren, die schon da sind, die vielen, justiert ein bisschen nach, macht ein paar neue und ist fertig. Und das macht man immer so. Ältere Menschen, und nochmal, ich meine alle über 17, die lernen nicht so wie Babys, dass sie ihre Synapsen ganz schnell verändern, sondern die lernen, indem sie die Spuren, die schon da sind, ein bisschen ändern. Ja? Und vor allem die verwenden, die schon da sind. Unser Gehirn ist nämlich kein Schuhkarton. Schuhkarton, wenn der halb voll ist, passt nur halb so viel rein. Unser Gehirn ist ein paradoxer Schuhkarton. Je mehr schon drin ist, desto mehr passt noch rein. Heute reden ja alle vom Lernen, lebenslanges Lernen, Lernen in der Arbeitswelt mit 50 und so weiter. Wann sorgen wir für lebenslanges Lernen? Antwort: im Kindergarten und in der Grundschule. Wenn
wenn sie 17 sind und es ist noch nichts drin, passt auch nichts mehr rein. Das ist das Problem. Wenn ganz viel drin ist mit 17, da passt auch noch ganz viel mehr rein. Das ist die wichtige Einsicht. Sie sorgen nicht mit 50 für lebenslanges Lernen. Da haben sie schon längst für gesorgt. Sie alle nebenbei, ganz sicher, ich auch. Und deswegen können wir das auch. Deswegen sitzen Sie hier und deswegen bin ich hier. Ja? Wir lernen alle dauernd. Nur wenn Sie es verbaseln bis 17, dann ist es richtig schlecht. Ja? Deswegen alle Kulturen die Kinder nicht in die Fabrik schicken, sondern in die Schule. Weil sie davon leben, dass sie dann eben mit 50 noch weiter lernen können. Und es muss sein. Ja. Deswegen ist es so wichtig, so früh zu lernen. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, alles, was mit Lernen zu tun hat, ja, wenn es um Lernen geht, dass man das so früh macht. Ja. Sie wissen alle, worum es hier eigentlich geht. Unter anderem geht es hier darum, dass man früh Stereo sehen lernt. Ja. Jetzt ist Ihnen klar, warum das einfach nicht mehr als Erwachsener gehen kann. Es geht durchaus noch länger als nur bis zu 5 Jahren, aber es geht immer schwerer. Es gibt ein schönes Science Paper, Sie können auch bei einem 8-Jährigen durch monaurale Okklusion noch was lernen. Aber es dauert viel, viel, viel länger und ist viel aufwendiger und der Lernerfolg ist viel kleiner als bis 5 Jahre. Weil, nochmal, die Lerngeschwindigkeit auf der Synapsenebene, also wie schnell sich eine Synapse ändert, ja, das ist nicht irgendwie so ein bisschen weniger, nein, es geht richtig in den Keller. Und wie sagen die Amis, it's not a bug, it's a feature. Und Sie haben es jetzt begriffen, das muss so sein. Denn nochmal, Sie wollen schnell zur Wahrheit hin und dann aber in kleinen Schritten sich der Wahrheit nähern, damit Sie auch wirklich hinkommen und dann auch nicht gleich wieder weg sind. Genau deswegen lernt Ihr Gehirn ganz deutlich immer langsamer ab der Geburt. Also in den ersten paar Jahren lernt es sehr schnell und dann wird es richtig aktiv runtergeregelt. Das hier ist nicht Zufall oder sowas, das wird richtig aktiv für die Lerngeschwindigkeit platt gemacht. Es muss so sein, denn Sie wollen ja nicht eine Sprachreise nach China machen und nach 3 Monaten total mit gutem Chinesisch zurückkommen, aber Ihr Deutsch vergessen haben. Da hätten Sie wenig von, wenn Ihr Hirn so täte. Ja? Wenn Ihr Hirn aber heute so täte wie das eines Säuglings, dann wäre es fast so. Das wollen Sie nicht. Sie wollen sich Dinge behalten. Extrem wichtig. Ja. Nebenbei das hier, Science Magazine 2006. Was ist das hier? Die Rendite von Bildungsinvestitionen. Wann investieren Sie, wenn Sie einen Euro übrig haben, den in die Bildung? Ganz einfach, im Kindergarten. Ja. Denn da bringt er die höchste Rendite. Wundert Sie es, wenn man weiß, dass hier schnell gelernt wird und hier langsam, muss so sein. Dass wir 10 Millionen. Der zweite Hügel in der Grafik. Ja, das ist, werde ich immer gefragt. Möglicherweise, aber das ist nur eine Vermutung von mir. Also, was wir wissen ist, dass wenn Sie Kinder kriegen, und das trifft für Ratten zu und bei Menschen weiß man es mittlerweile auch, ja, wird Ihr Hirn nochmal total umgebaut, merkt nebenbei jede Frau, die zum ersten Mal ein Kind bekommen hat, die ersten 6 Wochen nach der Geburt hat die das Gefühl, die hat Kartoffelbrei im Kopf und sonst nichts. Das haben Sie alle schon erlebt, wenn Sie ein Kind bekommen haben. Ja? Und in dieser Zeit ändert sich das Gehirn und kommt nach dieser Änderung besser raus, als es vorher war. Das ist das Tolle. Schönes Studie bei Ratten. Sie nehmen 2 Ratten, die sind gleich. Die eine hat gerade ein Kind gekriegt und sie warten noch ein paar Wochen und die andere nicht. Also sie kriegen ja gleich einen Wurf so. Und dann machen sie Gedächtnistests mit beiden. Die unterscheiden sich nur darin, dass die einen Kinder gekriegt haben und die anderen nicht. Und die Kinder gekriegt haben, viel besser. Die haben einfach nochmal ihr Hirn optimiert, weil wenn sie Mutter sind, brauchen sie einfach noch ein viel besseres Hirn, als wenn sie keine Mutter sind. Und dafür sorgt die Natur ganz offensichtlich. Und das ist wahrscheinlich das, was man hier sieht. Das weiß, also die Frage ist ganz genial. Sind deswegen dann die Frauen auch im höheren Alter einfach notwendigerweise gescheiter als die Männer? Also ich will mal so sagen, anekdotische Evidenz, die ich als Psychiater durchaus habe, müsste ich jetzt sagen, ja, ich glaube, Sie haben recht. Aber das wäre jetzt dann wieder politisch andersrum unkorrekt, deswegen sage ich besser nichts. Aber es ist eine gute Beobachtung, die Sie da gemacht haben. Es folgt aus den Prinzipien. Ist noch nicht untersucht worden. Ja, jetzt war, Sie hatten eine Frage und dann Sie. Entschuldigen Sie. Falsch.
Dankeschön, dass Sie die Frage stellen. Also wenn man zwei Sprachen gleichzeitig lernt, heißt das dann, dass man dann schlechter sprachlich ist. Das Gegenteil ist der Fall. Schöne Untersuchungen hat man mittlerweile tatsächlich. Wenn also der eine Elternteil meinetwegen Engländer ist und der andere Französin oder umgekehrt, dann soll der Vater Englisch, die Mutter Französisch reden, dann lernt das Kind ein bisschen später aktiv sprechen. Im Durchschnitt ein halbes Jahr später, bis es aktiv wirklich auch sich dann kommunikativ engagiert. Aber wenn es dann mal im Kindergarten durch hat, ist es sprachlich besser. Kunststück. Es hat in den Sprachzentren deutlich mehr Spuren angelegt und kann eine Sprache von außen betrachten, dann mit der anderen. Das ist unglaublich, was das für Möglichkeiten einem gibt, weswegen die doppelsprachlich, also so aufgewachsen sind, wie Sie gerade berichtet haben, die sind sprachlich wirklich besser. Und betrifft das auch, wenn ein Teil nicht Muttersprache? Das ist ein Problem. Also, wenn Sie jetzt sagen, ich kann ganz gut Englisch und ich bin jetzt junge Mutter, ich spreche mit meinem Sohn Englisch, mein Mann Deutsch, weil der sowieso vielleicht nichts anderes kann. Dann habe ich dem Kind sozusagen schon eine Sprache geschenkt. Dann kannst du es ja schon. Ja? Nee, das ist ein Problem, wenn Sie nicht Muttersprachler sind. Stellen Sie sich mal vor, die Mutter überlegt bei allem, was sie mit ihrem kleinen Kind spricht, erstmal, wie heißt denn das auf Englisch? Und dann antwortet sie. Dann merkt der Kleine, ich habe aber eine komische Mutter. Die denkt jedes Mal erst, bevor sie emotional reagiert. Hat die was gegen mich? Ja, also ich persifliere es jetzt, aber wenn Sie nicht Muttersprachler sind, raten alle Experten davon ab. Ja, weil Sie dann einfach was Künstliches machen. Und was Künstliches ist immer verkehrt bei der Erziehung, weil die Knirpse merken das ja sofort. Ja, schönes Beispiel in Baden-Württemberg. Hat die Regierung gedacht, warum machen wir den Englisch ab der ersten Klasse? Wäre doch besser, da lernen die schneller und so. War ja im Prinzip eine gute Idee. Gute Idee, aber ganz miserabel implementiert, weil die Regierung gesagt hat, jede Grundschullehrerin, sind ja fast nur Lehrerinnen, kann doch Englisch, weil bis zum Abi, die hat ja Abi, bis zum Abi haben alle Englisch gelernt. Also soll die einfach Englisch unterrichten. Das können Sie in Hamburg vielleicht machen, per Verordnung, aber nicht in Baden-Württemberg. Ja? Denn jeder Erstklässler nach 5 Minuten Englisch hat kapiert, Englisch ist ganz schön schwierig und die kann es auch nicht. Ja? Und was folgt? Dass, wenn die dann ins Gymnasium kommen, ja, früher war es so, die konnten kein Englisch, aber wollten Englisch lernen, weil man hört ja Englisch dauernd im Radio und jeder redet Englisch und wir haben ja 1000 englische Wörter sowieso. Ja? Fisch heißt Fisch und Haus heißt Haus und Maus heißt Maus. Englisch ist ein einfacher Dialekt des Deutschen. Ja? Sie lassen einfach die Hälfte weg der komplizierten Regeln, der, die, das und so weiter. Und schon sind sie beim... Also es ist viel leichter. Ja? So. Problem jetzt, die können nicht bloß kein Englisch, nach wie vor. Die wollen auch keins mehr lernen, weil sie schon beigebracht bekommen haben, dass es keinen Spaß macht. Also ist es schwieriger jetzt im Gymnasium Englisch zu machen, als es vorher war. Insofern, Schuss ging voll nach hinten los. Solche Sachen muss man sich vorher überlegen und muss es richtig machen. Deswegen sage ich das. Man kann da auch viel, ganz viel falsch machen. Also das ist vielschichtig. Bei Dialekt ist es vielschichtig, das Problem. Ja, noch eine Frage? Gibt das irgendwann bei Kindern, wenn das zu viele Sprachen werden, zum Beispiel auch 3 oder 4, dass es Konfusion macht? Also wenn, nochmal, wenn Sie zweisprachig aufwachsen, sind die normal nicht durcheinander. Wenn das dann bei 3- und 4-sprachig ist, da gibt es zu wenig Daten, als dass man das wüsste. Und ich meine, diese Familien sind sowieso in vielerlei Hinsicht dann ganz besonders. Ja? Und wenn sie dann da Gruppen bilden, haben sie nur ganz besondere Leute versus normale Leute. Und wenn sie Unterschiede finden, wissen sie, worauf die zurückzuführen sind. Das ist ein Problem, also ein methodisches Problem. Ja? Nochmal zurück zu dem Bildchen hier. Merken Sie was? Wir machen hier gesellschaftlich richtig was falsch. Ja? 10 Milliarden für berufliche Weiterqualifikationsmaßnahmen, das kostet sie nichts, wenn sie umschulen. Ja? Wenn sie ihr Kind aber in den Kindergarten bringen, das kostet sie was. Das macht keinen Sinn. Die 10 Milliarden, die könnte man da gut brauchen. Wenn sie hier fehlen würden, außer der Arbeitslosenstatistik, die geschönt ist, würde überhaupt nichts sich ändern, aber hier werden sie gut gebraucht. Ist richtig falsch. Die Akademisierung der Erzieherinnen. Ich glaube schon, dass das wichtig ist, weil Erzieher, finde ich auch ganz wichtig, weil es muss einfach klar sein, wir brauchen die besten Leute hier. Weil hier findet wirklich ganz viel Bildung statt und deswegen, dass wir die Leute hier hoch bezahlen und denen hier nichts geben, im Kindergarten findet Bildung statt und zwar einen ganzen Tag. Und wenn es auch so ist, dass die vielleicht nicht Unterricht machen
Die sollen keinen Unterricht machen. Die sollen aber wissen, welche Rahmenbedingungen gegeben sein müssen, damit sich das und das und das jeweils spezielle Kind für sein Level optimal entwickelt. Und dafür brauchen wir sehr gute Leute. Und die sollten das in ihrem Studium mitbekommen. Die müssen deswegen auch ziemlich viel andere Sachen lernen, als das, was man heute lernt, wenn man frühkindliche Sachen lernt. Da lernt man noch, ach, dass den Hunden die Spucke läuft, wenn's Glöckchen klingelt, die Piagetischen Stadien, vielleicht noch die nach Kohlberg. Und die können sie überhaupt nicht brauchen im Kindergarten. Also was man heute so an Akademisierung nennt, ist nicht das. Ja, das ist ein paar Jahrzehnte früher. Und was heute frühkindliche Bildung unterrichtet wird, ist zum Teil die Psychologie aus dem vorletzten Jahrhundert. Die brauchen wir nicht. Noch eine Frage, bitte. Also wann soll ein Kind in die Kindertagesstätte kommen? Das ist natürlich eine gute Frage. Und das ist ein politisches Minenfeld. Sie wissen es. Jetzt sage ich Ihnen mal ganz simpel, ohne Mine, wie es richtig ist. Ganz einfach. Es hängt davon ab, wenn Sie die Mutter sind und Sie haben Nachbarskinder und da sind vielleicht noch Geschwister da und sowas, dann kann es gut sein, dass Sie für Ihr Kind die optimale Umgebung herstellen können und dann ist das Kind bei Ihnen am besten aufgehoben. Wenn Sie alleinerziehend sind, haben Sie sowieso keine Zeit dafür. Das ist schon mal, und dann brauchen Sie eine Struktur. Ja? Und viele Mütter sind heute alleinerziehend. Ja? Viele haben auch nur ein Kind. Und es sind sonst keine da. Und dann ist es ganz furchtbar, wenn das Kind immer alleine ist. Ja, Kinder müssen zu Kindern. Und genau dafür müssen wir heute viel besser sorgen, als wir es bislang tun. Und deswegen brauchen wir viel mehr Angebote. Und zwar je früher, je besser. Also warum nicht ab einen oder anderthalb? Ja, das ganz sicher. Und so zu tun, zu sagen, aber die Familie ist doch hoch und heilig, ist sie. Aber die haben wir ja heute meistens gar nicht mehr. Ja? Und uns sollten die Kinder hoch und heilig sein und vom Kind aus betrachtet. Was brauchen Kinder, andere Kinder? Und dafür müssen wir sorgen. Ja, ja bitte. Oh, ganz wichtige Frage. Was ist mit der Genetik? Die Genetik spielt natürlich bei allem, was ich sage, eine Rolle. Der eine, stellen Sie sich vor, ich würde über Ernährung reden und würde sagen, was eine gute Ernährung ist, mit dem Kind schön wächst, dann würden Sie trotzdem sagen, ja, aber die einen werden größer und die anderen werden kleiner. Und es ist auch so. Ja? Aber zum Beispiel die Japaner sind in den letzten 40 Jahren um 12 Zentimeter gewachsen. Die Gesamtbevölkerung. Da hat sich keine Genetik geändert. Nö, die haben angefangen, Milch zu trinken. Und da haben sie mehr Kalzium, das ist gut fürs Knochenwachstum. Und deswegen sind die Japaner, haben einen Schuss gemacht. Und zwar wirklich Gesamtgesellschaft 12 Zentimeter. Das ist ja richtig viel. Ja. Und in der Bildung sind wir, würde ich mal heute sagen, noch vor Japan, nach dem Motto, alle mickern so rum, auf ganz niedrigem Niveau. Ja. Und wenn wir sozusagen die optimalen Voraussetzungen schaffen würden, kämen wir alle viel weiter. Da bin ich fest von überzeugt. Aber dass jedes 14. Kind den Hauptschulabschluss nicht schafft, das kann doch nicht sein. Ja. Aber das ist in Deutschland so. Das ist ein miserables Bildungssystem. Ja. Weil die Dinge, über die ich gesprochen habe, keine Rolle spielen. Das heißt aber, wenn das System optimal wäre, könnte auch jeder das Optimum erreichen. Und dann würde sich zeigen, dass die Unterschiede zunehmen. Weil die Unterschiede müssen zunehmen, wenn sie richtig gute Bildungsumgebung schaffen. Denn dann hängt es ja bloß noch von den Genen ab, wie hoch sie kommen. Solange alle vor sich hin dümpeln, ja, dann machen die Gene gar nichts. Wenn aber jeder optimal gefördert wird, hängt es bloß noch davon ab, was an Genetik da ist. Aber wir sind davon Lichtjahre entfernt. Ja, deswegen müssen wir uns darüber keine Gedanken machen, wenn wir ein viel besseres Bildungssystem hätten, dass dann die Unterschiede zwischen den Outcomes wirklich größer würden. Das ist nebenbei nachgewiesen beim Menschen, das ist nicht nur Hypothese, das ist einwandfrei nachgewiesen. Ja, aber das ist eine Sorge, die haben wir leider noch lange nicht. Ja, so schlecht ist unser Bildungssystem. Ja, bitte. Ja, also Sie fragen nach Emotionen. Sie sehen, ich habe jetzt mal
ganz schnell durchgeblättert, was ich weglassen muss, weil wir diskutieren schon. Deswegen, wenn Sie gestatten, kann ich noch in 3 Minuten reden. An sich wollte ich jetzt fertig machen, damit wir noch weiter diskutieren können. Wir haben aber ein bisschen schon diskutiert. Darf ich noch ein bisschen was sagen? Ja? Was Sie hier sehen ist, und das ist genau zu Ihrer Frage, ich antworte einfach mit einer Studie. Sie nehmen junge Mädchen, Frauen waren es, also so 18-, 19-Jährige, und die müssen erstmal einen Sprachtest machen und dazu müssen sie einen Text lesen und dann den Text verstehen, Fragen beantworten und eine Zusammenfassung des Textes schreiben. Und es waren 130 und man hat 4 verschiedene Texte denen gegeben, zufallsverteilt. Einen Text ging um, dass eine Meta-Analyse gezeigt hat, dass Männer und Frauen in Mathematik gleich gut sind. Ein anderer Text ging um die Rolle des weiblichen Körpers in der Kunst und so. Ein anderer Text ging darum, dass die Männer in Mathe besser sind, weil die Lehrer die Jungs mehr fordern. Und ein anderer Text ging darum, dass die Männer besser in Mathe sind, weil Mathe auf dem Y-Chromosom sitzt. Und wenn sie keins haben, haben sie halt Pech gehabt mit Mathe. Ja? Das haben die Mädchen also jeder einen Text gelesen, drüber geschrieben, nachgedacht, Fragen beantwortet. Und dann hat man gesagt, okay, wir haben einen Sprachtest mit euch gemacht, jetzt machen wir noch einen Mathe-Test. Und was, und das war der Witz, denn was Sie hier sehen, sind die Ergebnisse des Mathe-Tests in Abhängigkeit davon, was die vorher für einen Text gelesen haben. Und wenn die gelesen haben, dass es keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt, waren die gut. Wenn sie gelesen haben, dass die Jungs mehr herausgefordert werden, waren die auch gut. Wenn die aber über den weiblichen Körper und alle möglichen weiblichen Vorurteile aktualisiert haben, dann waren sie nicht so gut. Und wenn sie gar gelesen haben, dass Frauen keine Mathe können, weil sie kein Y-Chromosom haben, dann waren sie richtig schlecht. Was machen, das ist in Science publiziert, was machen Wissenschaftler, die sowas rauskriegen? Ist ja verrückt. Sie machen es nochmal. Noch einmal 100 knapp Mädchen und was kommt raus? Dasselbe. Ja? Schauen Sie mal, das sind 16 Punkte in Mathe und hier sind 6 Punkte in Mathe. In Abhängigkeit davon, was Sie vorher weg sozusagen gehört haben, wie gut Mädchen in Mathe halt nun mal sind, kam 2006 in Science. Im Jahr 2009 kam in Science. Dieses Jahr sind Mädchen erstmals genauso gut wie Jungs. Und zwar in den nationalen flächendeckenden Tests, die die Amis ja machen, die SAT-Scores, Students Aptitude Tests. Die machen Tests landesweit. Und es war noch nie der Fall gewesen, dass Mädchen genauso gut waren wie Jungs. Warum war es plötzlich der Fall? Weil das sich rumgesprochen hat. Ja? Bei uns früher in der Schule hieß es, ja, du bist ein Mädchen, du kannst es ja, brauchst es ja auch nicht. Schön, solange du bügeln kannst, alles klar. Ja? Also, das war ja in der Schule früher noch so. Ja? Und heute ist es halt nicht mehr so. Wenn man den Mädchen nicht sagt, du bist halt schlecht in Mathe, weil du ein Mädchen bist, dann sind die Mädchen auch nicht schlecht in Mathe, wie man eben hier schön zeigen kann. Ja. Jetzt habe ich Ihnen gezeigt, wie man emotional Leute sozusagen schlecht machen kann. Jetzt zeige ich Ihnen noch, wie man sie gut machen kann. Das geht nämlich auch. Vorneweg noch ganz kurz, warum haben wir Emotionen? Das ist ganz einfach. Hand auf die heiße Herdplatte. Autsch. Wie oft machen Sie das, bis Sie es nimmer machen? Einmal. Keine trainierten Synapsen. Der junge Mann geht zum ersten Mal in die Disco, lächelt ihn die junge Dame an. Wie lange muss die lächeln? Den berühmten Augenblick, die muss nicht stundenlang grinsen. Ja? Nein, einen Augenblick genügt und der junge Mann hat sich total verliebt, dessen Leben ändert sich und alles geht. Die Beispiele sind bewusst plakativer, wie es nimmer geht. Ja? Wofür haben wir Emotionen? Damit wir ausnahmsweise mal ganz schnell lernen. Genau dafür sind die da. Ja. Wir lernen meistens so, wie ich es am Eingangs dargestellt habe. Ja? Langsam. Weil genau dadurch eben nicht alles einzeln gelernt wird, sondern das Allgemeine dahinter. Und es ist meistens genau so gut. Gelegentlich müssen wir aber mal was Einzelnes lernen. Ja? Wo gibt es die guten Beeren? Wer ist besonders toll? Und was soll ich besser bleiben lassen? Ja. Und genau dafür haben wir Emotionen. Gute und schlechte. Die schlechten haben den Nachteil, mit denen kann man schnell lernen, dass die unseren Körper auf Flucht und Kampf programmieren und unseren Geist darauf programmieren, dass uns bloß nichts Kreatives einfällt. Warum? Das wird stören. Wenn ihr der Säbelzahntiger gegenübersteht, wollen sie nicht sich zurücklehnen und das Problem auf sich wirken lassen. Ja? Wer das gemacht hat, von dem stammt hier keiner ab im Raum. Und genau deswegen ist Angst ganz schlecht für kreatives Denken. Weil Angst macht, dass ihnen nichts mehr einfällt. Sie können rennen und jeder Gedanke würde dabei stören. Problem heute, wir haben viel mehr Mathematikunterricht als Säbelzahntiger.
Lisa, komm mal vor, du warst doch gestern nicht so gut mit den binomischen Formeln. Die Lisa kann gar nicht so schnell an die Tafel rennen, wie ihre Angst da oben alles abgeschaltet hat. Ja? Und dann kann sie wieder nicht in Mathe alles gut machen. Und warum ist Mathe das Angstfach Nummer 1 immer schon gewesen und heute immer noch? Da heißt die Antwort nie 42er Lehrer, wie bist du drauf gekommen, ich habe es auswendig gelernt. Das geht nicht. Sie müssen auf was kommen, das heißt, sie müssen vorne an der Tafel, alle gucken zu, kreativ sein. Und wenn sie Angst haben, sind sie es nicht und das war's. Deswegen, was ist besser als Angst zum Lernen? Freude. Ja. Und Freude macht auch, dass sie richtig gut sind. Ich sage Ihnen jetzt mal das Äquivalent zu dieser Studie, aber positiv gewendet. Man hat einfach Siebtklässlern, und zwar Hunderten, diese Liste vorgehalten, hat gesagt, passt mal auf, sucht euch das raus, was euch richtig gut gefällt. Schreibt darüber und schreibt, warum ihr da besser werden wollt, was ihr machen wollt, um besser zu werden, was das langfristig für euer Leben bedeutet und dann fasst ihr nochmal alles zusammen. Dauert 20 Minuten. Kontrollgruppe, waren Siebtklässler, denen hat man gesagt, hier, guckt mal da. Sucht euch doch bitte das raus, was euch am wenigsten interessiert und schreibt darüber, warum sich wohl ein anderer dafür interessiert. Also Musik macht mich gar nicht an, der Johnny spielt Gitarre, der wird wohl und dann kann man über den Johnny schreiben und deswegen macht man, also so. Ja? Und alles, was sie jetzt machen, und das waren 2 Science Papers, also nicht im baden-württembergischen Blatt für obskure Didaktik oder so irgendwas, nein, in Science, im Fachblatt für Science, 2 Arbeiten, die haben Folgendes gezeigt, dass diejenigen, die über sich geschrieben haben, was sie wollen, was sie können, die waren in dem Halbjahreszeugnis besser als die anderen. Nach einem Jahr immer noch. Und nach 2 Jahren waren sie viel besser als die anderen. Und der Anteil der Sitzenbleiber, der war hier in der Selbstbejahungsgruppe 1/3 von dem hier. Dadurch, dass sie einmal für keine halbe Stunde mal gefragt werden, hey, was willst denn du eigentlich? Ja, dann mach doch. Und was machen wir heute in der Schule? Das kannst du nicht und das kannst du nicht und das kannst du nicht. Anstatt mal zu sagen, hey, was willst du denn? Ja, dann aber los. Warum sind 2 Science Papers erschienen? Ganz einfach. Man hat es nochmal gemacht, die haben das nicht geglaubt. Ein Rieseneffekt, nur dadurch, dass die Leute fragen, was wollten ihr? Und beim nochmal machen hat man, das war witzig, das hier weggelassen. Die konnten jetzt nicht mehr wählen, ich will gut in der Schule sein und gute Noten haben. Und trotzdem war das Ergebnis genauso. Warum? Es kommt gar nicht darauf an, dass sie gut in der Schule sein wollen, um gut in der Schule zu werden. Es kommt darauf an, dass sie irgendwo gut werden wollen und dann merken, hey, wenn ich mir Mühe gebe, werde ich besser. Was haben sie dann gelernt? Dass, wenn sie sich Mühe geben, werden sie besser. Dann können sie sich überall Mühe geben, werden überall besser. Also nochmal, die konnten nicht wählen, in der Schule besser zu werden. Sie wurden aber, das ist ein Schultyp hier, sie wurden innerhalb von 2 Jahren in der Schule besser, Gymnasium oder Realschule, nur dadurch, dass sie mal gefragt haben, hey, was wollten die eigentlich? Das ist unglaublich, oder? Nochmal, das machen wir in unseren deutschen Schulen flächendeckend überhaupt nicht. Ja, das könnten wir machen. Wäre ein Riesenunterschied und würde allen helfen. Nochmal, 1/3 der noch Sitzenbleiber, 1/3 der, die es vorher waren. Und randomisiert, kontrolliert, also ohne, also über Zweifel erhaben. Jetzt habe ich Ihnen ziemlich viel zugemutet und das auch noch nach Mittagessen. Aber ich gehe mal davon aus, dass Ihre Peristaltik ja automatisch funktioniert und deswegen das meiste Blut im Hirn war und Sie deswegen vor allem Sie jetzt gerade ganz viel gelernt haben und vor allem viel gelernt haben darüber, wie Kinder lernen, was da wichtig ist. Positive Emotionen sind wichtig, nicht triezen, du musst, hat keinen Wert. Du willst, dann mach. Das hat Wert. Ja? Dass Übung den Meister macht und dass je früher man anfängt, desto mehr die Rendite ist, erinnern Sie an die Kurve, früh intervenieren. Das Beste, was wir machen können, früh in Bildung investieren, das Beste, was wir machen können, früh Lernprozesse fördern, das Beste, was wir machen können. Vielen Dank fürs Zuhören.